So. Es gibt JT, the bigger figure, es gibt JT Money, aber es gibt wie bei Rudi Völler nur einen wahren JT und das ist Jürgen Todenhöfer und wir begrüßen den herzlich hier an den Tisch, wo nicht gelogen wird. Ja, es ist ein Ehrengast, meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr ungewöhnlich für unser Format. Wir sind ja eigentlich bekannt als ein Hip-Hop-Format, aber scheuen uns auch nicht vor Herausforderungen und deswegen sind wir, glaube ich, ganz gut auf jeden Fall. Wie ihr seht, hier ist MC Boogie. Nein, MC Boogie kann leider nicht. Er hat einen ganz, ganz wichtigen Termin, was jetzt Familie und Behörden und sowas angeht. Und er konnte das leider nicht canceln. Da habe ich einfach gedacht, dann nehme ich meinen Bruder Echo einfach mit ins Boot. Warum nicht? Der gute Geist der Sendung. Auf jeden Fall herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, Herrn Todenhöfer. Aber wir haben uns darauf geeinigt, Jürgen, dass wir uns duzen. Ja. Also, vielen Dank auf jeden Fall, Jürgen, dass du gekommen bist. Herzlich willkommen beim Real Talk. Herzlich willkommen, Jürgen. Ich danke. So, also unser Format heißt 100% Real Talk und wir versuchen das Beste, das sage ich mal, das Bestmögliche aus einem Real Talk rauszuholen im Kontext der YouTube Community Guidelines, weil man heutzutage nicht alles sagen sollte, nicht alles sagen darf, ohne irgendwelche Konsequenzen zu erwarten, ob das jetzt aus der politischen Struktur kommt oder aus der medialen Struktur. Dieser Kanal ist relativ kontrovers und wurde auch schon mal gesperrt. Und wir mussten uns da mühselig rauskämpfen aus der ganzen Sache. Deswegen versuchen wir immer an die Grenzen des Möglichen, was den Real Talk angeht, ranzukommen mit unseren Gästen. Und bisher haben wir eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Deswegen finde ich persönlich, Herrn Jürgen Todenhöfer, obwohl wir uns duzen, ist auf jeden Fall der perfekte Gast. Willkommen. So. Als erstes, ich habe ein paar Notizen auf meinem Handy. Bitte wundere dich nicht, wenn ich ab und zu mal raufgucke. Normalerweise ist es nicht so, dass ich mich hinsetze und irgendwie einen Tag vorher oder zwei Tage vorher mal gucke, dass ich mir mal ein paar Gedanken darüber mache, was ich jetzt mit meinem Talkgast gerade bespreche. Nur ist Jürgen quasi siebenmal schon am Leben gewesen. Wenn man alleine die Lebenserfahrung sich mal so ein bisschen zu Gemüte führt, das ist eigentlich quasi unmöglich, sich auf Jürgen Todenhöfer vorzubereiten, wenn man jetzt eine kurze Zeit nur zur Verfügung hat. Also so viel, wie du erlebt hast, wo du schon überall warst. Ja, also damit kann man wirklich ernst gemeint mehrere Leben füllen. Und ich denke mal, das ist dir auch klar, ne? Ja, ich hatte offenbar auch mehrere Leben. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich tot. Also Leute, die neben mir waren, waren auch dann tot. Mhm. Also da gibt es irgendeine Hand, irgendjemand, der eine Hand drüber hält. Also ist das jetzt wirklich in Bezug auf einen Schutzengel gemeint? Bist du, was das angeht, religiös oder irgendwas? Ja. Ich glaube, dass es viel mehr gibt, als wir wissen. Und insofern bin ich auch gläubig. Aber Schutzengel weiß ich nicht, was das ist. Ich bin immer wieder in Situationen gewesen, wo ich dachte, da gibt's keinen Ausweg mehr. Hm. Da wurde mit Boden-Boden-Raketen auf uns geschossen und mit Granaten und der Gastgeber war tot und ich lebte oder der Mujahid. Der Mujahed, der mich begleitete unter den Sowjets in Afghanistan, der war tot und ich lebte. Es ist also viel, sehr häufig passiert, dass Leute, die mich begleitet haben, die unmittelbar neben mir standen, gestorben sind. Und ja, da frage ich mich, warum lebe ich immer noch? Also es ist bekannt, dass, ich lebe gerne. Das glaube ich. Also siehst auch wirklich sehr, sehr fit und munter aus. Also man muss schon sagen, erstens mal Respekt auf jeden Fall dafür, dass du mit 80 Jahren regelmäßig Fußball spielst und so aktiv bist und so körperlich fit bist. Aber ich denke, da ist ein gewisser Lebensweg wichtig, um das zu erreichen. Vielleicht auch eine gute Genetik, weil ich habe mir Sachen von dir angeguckt, die sind wirklich schon sehr, sehr lange her. Ja, also ich rede wirklich von den 70er Jahren und so weiter. Und da sahst du auch schon so ein bisschen wie das Babyface der Politik aus. Also so der Playboy-Typ, der gut aussehende mit dem Smile, der auch ein bisschen jünger aussah, als er vielleicht war. Und, aber das war immer ein Problem mit dem jünger Aussehen. Also als ich Fußball spielte und Spielführer der B-Jugend war in Offenburg, und wenn wir das Vorspiel hatten, waren dann schon mal 1000 Leute da oder 2000, da hat mich das Publikum ausgelacht. Wir haben gesagt, darfst du schon spielen? Hast du deine Mutti gefragt, ob du jetzt nach links oder rechts passt? Da wurde man ausgelacht. Und schwierig war es vor allem mit meiner Freundin, der haben sie immer gesagt, warum sie nur mit ihrem kleinen Bruder ausgeht. Und da will man eigentlich, wenn man klein ist, will man groß und stark und genau erwachsen aussehen. Ja, aber ich meine, letztendlich ist es wirklich ein Segen, finde ich persönlich, weil ich habe in meinen jetzt noch nicht mal 40 Jahren, ja, habe ich schon oft den Punkt gehabt, wo ich vom Boden hochgehoben werden musste.
damit ich überhaupt leben kann. Also so wirklich so schon körperlich an totale Grenzen gekommen irgendwie, die manche Leute vielleicht im hohen Alter dann eigentlich erst nicht genießen, sondern erleben müssen. Und wenn ich mir Jürgen Todenhöfer angucke, ja, also das sieht aus wie, als wenn die Jugend in ja, dir, als wenn du in den Jungbrunnen gefallen bist. Gar nicht verstanden, warum du vom hohen Alter geredet hast. Außerdem machst du mich permanent jünger. Hinter dir sind wunderschöne Frauen auf dem Gemälde. Aha. Also ich schaue mir ja schon ganz lange nicht mehr dich an, sondern die Gemälde hinter dir. Ja, kann ich verstehen. Ja. Frauen halten jung, hä? Also da war ich jetzt nicht, da lag ich nicht so falsch mit dem Playboy-Image. Nee, ja. Ich war nie Playboy. Ich gebe zwar jetzt demnächst im Playboy ein Interview. Ach. Ich habe das eigentlich abgelehnt, aber der Frederik hat gesagt, das musst du machen. Du hast jetzt eine neue Organisation gegründet und du musst auch dem Playboy ein Interview geben. Und nachdem die nicht verlangt haben, dass ich mich ausziehe, sondern die wollen nur, dass man sich geistig auszieht, mache ich das. Da haben ja ganz berühmte Leute, also Nobelpreisträger, Interviews gegeben im Playboy. Das ist tatsächlich nicht nur ein Schmuddelheft. Also es ist, ist ein bisschen anspruchsvoller, der Playboy. Ja. Also es ist interessant auf jeden Fall, dass du relativ offen scheinst für auch gewisse Plattformen, die vielleicht bei anderen Leuten als Tabu gelten würden. Auch bei uns bist du hergekommen, ohne wirklich eigentlich zu wissen, worauf du dich einlässt, muss man dazu sagen, ne? Das stimmt nicht. Also du hattest zwei Leute, ihr beide hattet zwei Leute, die für euch gesprochen haben. Mein Sohn und dann Tahir Chaudhry. Mhm. Schöne Grüße. Hallo. Ja, Grüße. Und da folge ich. Ja, ich habe mir das so ungefähr auch gedacht, weil ich hatte mit Freddy telefoniert und mit dem Tahir hatte ich Kontakt über WhatsApp und dachte mir, der Jürgen, der vertraut bestimmt sein Team. Ja, muss man ja. Mhm. Und es hat immer funktioniert. Immer prima Leute. Ja. Also ihr seid ja offenbar auch prima Leute. Ihr seht zwar verwegen aus. Verwegen? Ja. Du, aber, dich sehen sie ja nur. Nee, dich sieht man auch. Du hast eine Kamera von vorne, gell? Bitte? Mhm. Ja, hier, da ist die Kamera. Und da, also du siehst natürlich verwegen aus. Na gut. Vom Winde verweht, mein Bruder. Also das Ding ist halt so, Jürgen, du bist ja unter uns, sage ich mal, diejenigen, die hier eigentlich mit dem Schimpfwort Kanacke betitelt wurden ihr Leben lang. Jetzt haben wir es für uns selbst umgemünzt und nennen uns selber so seit 15 Jahren auf der Straße. Aber ich sage mal so, Leute aus dem mittelöstlichen Bereich, die sind dir mentalitätsmäßig und so weiter, was unsere Erscheinung angeht und wie wir drauf sind, alles andere nur nicht fremd. So. Nee, gar nicht. Und meine ganz große Überraschung, was Menschen aus dem Mittleren Osten oder aus dem Nahen Osten oder aus arabischen Ländern anlangt oder Türkei. Ich bin mit 18, war ich Skifahren auf dem Feldberg und da haben wir Skispringen gemacht. Mit so ganz kleiner Schanze, einen Meter hoch oder zwei. Und ich hatte so ganz uralte Bretter und die hat's zerrissen, weil wir keinen richtigen Landungsplatz hatten, sondern das hat... Der war glatt und dann knallte man drauf und hat die Skier zerrissen und es war April, konnte ich nicht mehr weiter Skifahren, habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Dann habe ich beschlossen, mit meinem Motorroller nach Marokko zu fahren. Hm. Und ich habe so viel Schlimmes immer gehört von den Algeriern, den Marokkanern, den Tunesiern, den Iranern und was es für schreckliche Menschen seien und dass sie ganz dringend benötigen, dass wir unsere Truppen hinschicken, um ihnen Zivilisation beizubringen. Und da bin ich dann mal hingefahren. Und meine ganz große Überraschung war, dass nirgendwo auf der Welt ich so herzlich empfangen worden bin, wie, ich nenne es jetzt mal, bei orientalischen Völkern oder muslimischen Völkern. Hm. Und das war so eine große Überraschung. Und das ist, eigentlich müsste man die ganze AfD dahin schicken. Ja. Und das ist ein Phänomen, das auch andere trifft. Als 9-11 passierte, da war mein Sohn Frederik, wir saßen in der Küche, der war so wütend auf die Attentäter und der sagte, man müsste sie, also nicht nur die Attentäter, alles, was da drumherum ist, platt machen. Ja. Platt machen. Und der war einfach wütend auf die Muslime und auf die Afghanen und dann habe ich ihn mitgenommen nach Irak und habe gesagt, nee, das war eigentlich noch komplizierter. Er musste Abitur machen, was nicht ganz selbstverständlich war, dass er das auch schafft. Und ich habe ihm gesagt, wenn du Abitur machst, machen wir zusammen eine Reise. Frederik dachte,
Hawaii, ja, ich wollte gerade sagen, Tahiti, Surferurlaub, Saint-Tropez oder so irgendwas, ganz klasse. Und dann hat er das Abitur bestanden und dann hat er gesagt, so, und jetzt geht's los, wohin gehst du? Da habe ich gesagt, in den Irak. Du willst mich verarschen. Hat er gesagt, ja, Irak, alle platt machen. Saddam Hussein war damals noch an der Macht. Und dann ist der Friedrich nach einer Nacht, ist dann wach geblieben, weil alle so nett waren, und hat sich mit der Bedienung in dem Hotel unterhalten und hat gesagt, sowas habe ich noch gar nicht erlebt. Das sind ja richtig nette Menschen. Ja. Und der Polizist schaut dich nicht wütend an, der hilft dir über die Straße. Hier schaut er, ob du das richtig machst, dort bringt er dich über die Straße. Und dieses falsche Bild, was wir hier haben, von der muslimischen Welt, vom Orient, ja, das war meine große Überraschung. Da habe ich auch angefangen zu schreiben. Hab gesagt, das muss man ja echt den Leuten mal erklären. Das ist ganz anders. Das sind Menschen wie du und ich, nur noch ein bisschen freundlicher. Also in Deutschland gibt es ja keine Gastfreundlichkeit. Also nicht die wirkliche. Nicht in dem Sinne, ja. Wenn dich in Deutschland einer einlädt und sagt, boah, Mann, du solltest einfach mal ein paar Tage zu mir kommen und bei mir bleiben. Und das ist ein Junge. Also beim Mädchen könnte ich mir das bei dir vorstellen, bei dir auch. Aber das darfst du ja nicht ernst nehmen. Wehe, der kommt und sagt, ja gut, ich komme jetzt für eine Woche und bleib bei dir. Wenn du dort eingeladen wirst, bist du eingeladen. Und du bist der Ehrengast und wirst toll behandelt. Also es gibt so eine gewisse Gastfreundschaft auf jeden Fall, die man dieser Region zuzuschreiben hat. Nur frage ich mich persönlich als jemand, der hier nicht geboren ist, wie ist es als jemand im Falle von Jürgen Todenhöfer, worauf ist das zurückzuführen, dass man da so eine gewisse Kälte entwickelt hat in der deutschen Kultur? War das schon immer so? Ist es gekommen? Also jetzt wird es sehr gescheit. Da gibt es ein berühmtes Buch darüber von einem amerikanischen Schriftsteller, Palästinenser, Amerikaner, Edward Said. Das Buch heißt Orientalismus. Und der erklärt, dass die muslimische Welt, die insbesondere waren es erstmal die Iraner und dann später die arabische Welt, dazwischen kamen die Türken, über mindestens 800 Jahre lang die führende Zivilisation der Welt war. Die jungen Leute haben, so wie sie heute Englisch sprechen, Arabisch gesprochen, um zu zeigen, dass sie innen sind. Arabisch war die Sprache der Gelehrten. Und das war so unglaublich beeindruckend und so mächtig. Und die Europäer waren so weit hinter den Muslimen her. Also die Araber, die Muslime, die hatten Krankenhäuser, da wusste man über Jahrhunderte hinweg gar nicht, was das ist, ein Krankenhaus in Europa. Es gab keine Krankenhäuser in Europa. In den Bibliotheken der arabischen Welt, also Syrien, Andalusien und Irak und, da gab es zigtausende von Büchern. Und der König von Frankreich hatte 5 Bücher. Ja. Und das war einfach Welten entfernt vor uns, vor Europa. Und vor dem Christentum. Das heißt, der Islam hat eine Zivilisation geschaffen, die in ihrer Zeit 800 Jahre lang die größte der Welt war. Und so ist das unstreitig. Das schreiben unsere Politiker nicht, weil sie es nicht wissen. Und selbst wenn sie es wüssten, würden sie es nicht sagen, weil sie denken, das sei nicht klug, das zu sagen. Aber es ist so. Unter Historikern völlig unstreitig. Und dann kamen die Türken nach den Arabern. Und vorher waren die Iraner. Meinst du das Osmanische Reich mit den Türken? Ich meinte das Osmanische Reich. Und man kann sagen, um 1800 war da die Luft raus. Wie alle Reiche, das Römische Reich, das Griechische Reich, ist das Osmanische Reich und vorher das islamisch-arabische Reich in sich zusammengefallen. Es hatte keine Macht mehr, die haben zu viel Spaß gemacht und gehabt. Und dann war das nichts mehr. Und das haben die Europäer gespürt, die immer hinterher gekommen sind und immer zugeschaut haben, was kann man von denen lernen. Also zum Beispiel, dass junge Leute Bärte tragen, das haben wir von den Kreuzzügen. Das haben die Kreuzritter gesehen, bei den Arabern fanden sie so schick und wollten ihre Frauen zu Hause eben auch überzeugen und haben sich dann auch einen Bart wachsen lassen. Also wir haben ganz, ganz viel. Von denen Hygiene ist viel
von Mathematik, Astrologie. Ich weiß schon, ja, da hast du recht, ja. Aber es gibt halt auch einen Unterschied, der meistens bei uns im Iran gemacht wird, und zwar zwischen dem islamischen Iran und dem zoroastrischen Iran. Also so, als der Islam den Iran quasi übernommen hat, sind bis heute viele der Meinung, dass wir viel sogar von unserer Kultur verloren haben. Und da packen wir uns nicht immer in denselben Topf wie die arabische Welt, weil wir einfach eine ganz andere History haben. Aber ich kann nachvollziehen, was du meinst. Der Iran hat eine ganz andere Geschichte. Genau. Iran ist auch ein ganz anderes Volk als die Araber. Das iranische Volk ist ein besonders vornehmes Volk. Also es ist mir immer aufgefallen, auch bei jungen Frauen. Also so, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber ich wollte nur sagen, um 1800 war das aus. Mhm. Aus dem Haus. Kam nichts mehr von den Ottomanen und Osmanen. Und das haben die in Europa gespürt, die immer hinten dran waren. Und Napoleon hat Ägypten überfallen. Und ab da, also vor 220 Jahren, ab da haben wir auch die wissenschaftlichen Institute die muslimische Welt erstens überfallen und zweitens in den Dreck geschrieben. Das heißt, die haben geschrieben, die hatten nie eine Zivilisation. Und das sind Untermenschen. Und eigentlich müssen wir hin, und damit haben sie die Kolonisation vorbereitet, eigentlich müssen wir dahin, um die zu kolonisieren. Aber vorher müssen wir erst noch sagen, dass die Kultur brauchen, weil sie keine haben. Und seit 200 Jahren wird überfallen, kolonisiert, dann nach der Kolonisation sind es die amerikanischen Kriege, wird ununterbrochen überfallen. Und das ist die Revanche, sagen wir mal, Europas. Ich könnte auch sagen, die Revanche des Christentums, was hinten dran lag, hinter den Muslimen, in den letzten 200 Jahren. Und weil du gefragt hast, woher das kommt, da haben berühmte Wissenschaftler viel Geld gekriegt, dass sie geschrieben haben, die Muslime und die ganze orientalische Welt, das sei nichts. Und das sei eine Unterwelt und unsere moralische Pflicht, als Christen sei es denen, Zivilisation beizubringen. Und so sind die Kriege entstanden und diese Scheißkolonisation. Mhm. Was mich interessiert, ist einfach auch so, wie ist deine Perspektive auf diesen Abmarsch quasi der arabischen Welt aus Spanien heraus? Also 1492 weiß man ja, da war so ein Knackpunkt quasi, Amerika wurde neu entdeckt, die Araber haben Spanien verlassen, insgesamt wurde Europa so entarabisiert, wenn man es so sagen kann, ist wahrscheinlich kein Wort. Aber bis dorthin gab es ja auf jeden Fall sehr, sehr viel Schnittmenge. Also der arabische Raum war sogar in Europa ja vorhanden. Und was war da die Stimmung und wie kann sich das von einem Tag auf den anderen ändern? Hat sich der europäische Raum schon länger gewehrt gehabt gegen den arabischen Einfluss? Nee, der hat ihn bewundert. Bis 1492, da fällt Granada. Und im gleichen Zeitraum fährt Kolumbus nach Amerika und entdeckt Amerika nicht, das war schon ein paar Mal entdeckt, sondern schlachtet Amerika in brutalster Weise. Und 1492 war das Ende des arabischen Islamismus, das mit 1800, das war der türkische. Und vorher hat man das bewundert und viele Fürstenhäuser waren sehr stolz, wenn sie ihre Tochter mit einem arabisch-muslimischen Königssohn verheiraten konnten, Fürstensohn verheiraten konnten, das gab's. Und die großen Wissenschaftler des Westens, also zum Beispiel Albert Magnus, Albert der Große, die haben ganz kräftig aus den arabischen Büchern abgeschrieben, weil sie eine gute Chance hatten, dass das keiner rauskriegen. Plagiat. Aber dann ging's wirklich mit der arabischen Welt runter. Mit der ging's 1492 runter. Später haben die Mongolen sie nochmal zusammengehauen, die Iraker. Und mit dem Osmanischen Reich ging es 1800 und dann endgültig nach dem Ersten Weltkrieg runter. Aber das wird langsam richtig wissenschaftlich, ja? Ich wusste gar nicht, dass ich da zwei so gescheite Kerle drin habe. Ja, aber nicht anders habe ich dich kennengelernt, sage ich jetzt mal. Das war so vor 11 Jahren, 2009, ich weiß es noch genau. Da war meine ehemalige Lebensgefährtin schwanger mit meiner heutigen Tochter. Es war im Sommer 2009, da warst du in einer Show und dann hast du halt den Leuten erzählt, genau das, was du jetzt auch sagst. Dann sagst du, nicht die Muslime haben damals den Ersten, Zweiten Weltkrieg hervorgerufen oder nicht die Muslime haben die Kreuzzüge. Oder den Holocaust. Du hast halt so viele schlimme Dinge aufgezählt, was in der Menschheitsgeschichte passiert ist und du hast denen einfach mal klar gemacht, okay, du hast auch gleichzeitig gesagt, es ist zynisch, Menschenleben miteinander in Zahlen zu vergleichen. Ob 5.000 oder 5 Millionen, ist beides tragisch und dramatisch.
Aber du hast gesagt, seitdem es die Terroristen gibt, gibt es seit Al-Qaida jetzt, sage ich jetzt mal, 5000 Tote weltweit. Aber auf der anderen Seite, seitdem die US-Amerika in den Orient einmarschiert ist, gibt es Millionen. Da hast du eine Zahl genannt. So. Wie gesagt, du hast dich auch dafür entschuldigt, weil du gesagt hast, Menschenleben miteinander zu vergleichen in Form von Zahlen, ist es zynisch, aber da hast du halt diesen Fakt geredet. So. Und auf den, ich wollte nur zurückkommen, damals, ab dem Punkt hatte ich dich auf dem Schirm und wusste, wer du bist und habe dich auch immer verfolgt. Ich weiß noch, ich war damals ein Barbesitzer und ich war, wie in meiner Bar war immer Trinken und Zockerei und an dem Tag gab es kein Trinken und Zockerei. Da habe ich meine Kumpels zusammengerufen und habe die Glotze angemacht. Damals war YouTube neu und dann habe ich so den Bericht von dir gezeigt und alle waren so mit offenem Mund und haben so Schock geredet. Also einfach so, was heißt Schock? Die waren so glücklich, dass so ein Intellektueller wie du das mal wirklich so auf den Punkt bringt. Und wo du jetzt vorhin den 9-11 angesprochen hast, ich kann mich noch erinnern, ich war damals mit meiner Mutter auch in der Küche, wo das live passiert ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich eine Woche später zum Kreiswehrersatzamt gegangen bin und habe mich eingeschrieben bei der Bundeswehr, weil ich aktiv gegen den Terror kämpfen wollte. So wie dein Sohn empfunden hat damals, habe ich auch so empfunden. So, ich dachte, ich muss handeln, ich muss was machen. Und das war der Grund, warum ich 4 Jahre beim Militär war, hier bei der Bundeswehr, so wegen dem 9-11. Aber natürlich, das war eine Kurzschlussreaktion so in meiner Jugend. Heute würde ich jetzt anders vorgehen. Ich weiß, dass das jetzt alles ja vielleicht keine gute Idee ist, so beim Militär einzutreten. Also mit Waffen kann man nichts verändern, definitiv nicht. Bin ich auf absolut der festen Überzeugung. Ja, auf jeden Fall. Also mein Partner, der heute fehlt, der normalerweise hier sitzen würde, der Boogie, der sagt immer einen Spruch, der ist aber ziemlich passend. Der sagt halt, also halt bombardieren für Frieden ist so wie Bumsen für Jungfräulichkeit. Das macht einfach insgesamt einfach gar keinen Sinn. Auch wenn es so im fucking for virginity. Ja, genau. So. Und ich bombing glaub, for peace is like fucking for virginity. Das ist so einfach zu begreifen. Ja. Also trotzdem gesagt, so schwer umzusetzen, ne? Seit 11 Jahren habe ich dich so, jetzt 11, 12 Jahre ist es her, habe ich dich auf dem Schirm, Jürgen. Und das, was du halt gerade gesagt hast, das hat gerade alles wieder hochgeholt, so wie ich dich zum ersten Mal erlebt habe. So wie du über den Orient sprichst, wie du den Orient kennengelernt hast, so in allen Facetten, die es gibt. Du hast ja bestimmt auch die ein oder andere Sache dort erlebt, ja, die mit dir nicht konform ist, so weißt du, aber... Ja, und ich kann ja, es gibt auch Kritisches zu sagen über... Die muslimische Welt, sie hat ihr Selbstbewusstsein verloren. Nach dieser großen Zeit, nach der ganz, ganz großen Zeit, iranischen, persischen Zeit, dann nach der arabisch-islamischen, den 800 Jahren, dann nach der ottomanischen Zeit. Und ich habe gedacht, hallo Kerle, ihr könnt es doch wieder drehen, ihr müsst ran und da muss man arbeiten und da muss man was tun, damit man nach vorne kam. Weil die Muslime, die die muslimische Welt groß gemacht haben, die Orientalen, als Iraner, als Araber, als Türken, ja, die haben auch was getan. Die haben große Erfindungen gemacht, die haben sich reingeschmissen. Und da denke ich manchmal, Mensch, also ihr müsst schon was bringen, ja? Also alle Kulturen sind abgestürzt. Was ist von der römischen Kultur übrig geblieben? Italiener. Ein paar Goldmünzen. Italiener, ja. Und was ist von der griechischen? Die ganz große Kultur übrig. Nichts. Aber wenn du wieder hochkommen willst, und es gilt eigentlich auch für jeden Muslim in Deutschland, wenn du wieder hochkommen willst, musst du dich halt reinschmeißen. Mhm. Du musst dich reinschmeißen. Du musst auf irgendeinem Gebiet Gas geben und besser sein als andere. Und dann kannst du Dinge gestalten. Und da finde ich auch heute noch, also es gilt auch für junge Muslime heute, da finde ich, kommt zu wenig. Und da ist das Rumhängen im Orient und Mittagsschlaf machen und gute Zeit haben und im Café nicht nur eine halbe Stunde sitzen und eine Stunde, sondern auch 4 Stunden sitzen und 5, ein bisschen zu ausgeprägt. Also eure große Vergangenheit war eine Zeit, wo ihr euch auch richtig reingeschmissen habt. Und dass zum Beispiel die Deutschen zur Zeit Erfolg haben, das ist die Folge von unendlichem Fleiß. Absolut, ja. Das heißt, die Deutschen haben gekämpft, nachdem sie verloren hatten, den Zweiten Weltkrieg verloren hatten.
Also ich glaube, es ist wichtig, auf jeden Fall eine kleine Trennung da reinzubekommen, was den persischen Raum angeht und den arabischen Raum. Musst du immer wieder machen, muss hast man du auch machen, recht. Ja, weil es ist halt aber so. Aber das verwechseln die. Die wissen nicht, dass es schon mal eine Kultur genau. fast tausend Jahre vorher gab. Also die westliche Zivilisation hat auch viel aus dem alten Persien mitgenommen. Das ist halt zum Beispiel wie die Steintafeln des König Kurosh, also Cyrus. Das sind so die ersten dokumentierten Fälle eines Weltimperiums, wo man Gleichheit zwischen Mann und Frau wirklich ausgelebt hat, wo Leute bezahlt wurden für ihre Arbeit und nicht versklavt wurden für den Bau von Persepolis und so weiter. Es sind so hygienische Standards, Aquädukte, Mathematik. Er hat die Juden befreit. Er hat die Juden befreit. Er gilt in der Bibel als Cyrus the Great. Und das ist ja fast schon ein Prophetenstatus. Und deswegen ist es ja... Er hatte den Prophetenstatus. Er gilt als eine große religiöse Gestalt. Und das ist halt so, das ist erstens mal die Trauer um den Israel-Iran-Konflikt herum, wenn man mal sieht, was man eigentlich für eine gemeinsame Historie hat, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite merkt man halt, in welche Richtung sich das alles so entwickelt hat. Und das ist meiner Meinung nach keine gute Entwicklung auf jeden Fall. Aber von beiden Seiten aus nicht, muss ich sagen. Also ich bin ein Kritiker des israelischen Regimes und ich bin ein Kritiker des iranischen Regimes. Also von beiden bin ich kein Fan. Ja, da bin ich nicht... Ich hätte auch kritische Anmerkungen zum iranischen Regime. Ich habe allerdings auch positive. Ich kenne ganz gut den Außenminister Zarif. Und das sind schon Menschen, die was ändern wollen. Und die haben auch den Nukleardeal mit den Amerikanern und den Europäern gemacht, um in die westliche Welt einzukommen. Und ich hatte damals die Möglichkeit, ich habe das in einem Buch beschrieben, so eine Art Briefträger zu sein. Die Amerikaner haben nicht mehr mit den Iranern gesprochen. Über Jahre hinweg gab es keine Gespräche auf Minister- oder Präsidentenebene. Und das hat mir ein bekannter iranischer Politiker gesagt und da habe ich gesagt, das muss man doch was machen können. Das kann ja nicht sein. Das war vor ungefähr 12 Jahren. Und dann habe ich mit der Bundesregierung gesprochen. Ich habe da immer noch, auch heute noch, wo ich aus der CDU raus bin, ich habe mit Schäuble gesprochen. Schäuble hat mit Merkel gesprochen. Und die Iraner haben mir gesagt, sie wollen Frieden mit Amerika. Aber sie hätten keinen Kontakt. Ob ich bereit wäre, ins Weiße Haus zu gehen und eine Botschaft zu überbringen. Ich sei aber nicht Verhandler. Sondern ich sei nur Briefträger. Also ich konnte da nicht anfangen und dann meine eigenen Ideen noch mit einzubringen. Da hieß der erste Punkt, wir wollen Frieden mit Amerika. Der zweite Punkt, wir wollen keine Bombe und wir akzeptieren alle Kontrollen. Und der letzte Punkt, wir können euch helfen, Bin Laden zu finden. Habe ich gesagt, wie könnt ihr helfen? Wisst ihr, wo der ist? Nein, wir wissen nicht, aber wir kennen Leute, die wissen, wo er ist. Und mit dem bin ich losmarschiert und bin, dann hatte, also die Bundesregierung hat das arrangiert, ein Gespräch mit dem Chefkoordinator der amerikanischen Geheimdienste. Und aufgrund dieses Gespräches gab es ein halbes Jahr später das erste Treffen zwischen John Kerry und dem iranischen Außenminister. So fingen diese Geschichten an. Die haben nicht miteinander geredet. Und die Amerikaner waren damals so zurückweisend gegenüber den Iranern, dass ich gesagt habe, warum versucht er denn nicht, manche Probleme mit den Russen zu lösen? Und da haben mir diese Leute, ich nenne jetzt den Namen bewusst nicht, der iranischen Regierung gesagt, wir wollen eine Lösung mit dem Westen. Wir wollen eine Lösung mit Amerika. Also, weil du sagtest, kritisch, da gibt es Kräfte, also Rouhani, Zarif, die hätten gern einen vernünftigen Deal gemacht und dann kam dieser Trump und hat das Papier zerrissen. Und das hat dazu geführt, dass Tausende von Menschen an den Sanktionen verhungert sind und die Wirtschaft kaputt gegangen ist. Und
alles kaputt ist. Also man kennt auf jeden Fall die westlichen Sanktionen gegenüber dem Iran, aber die sind nicht seit Trump da, die sind schon seit sehr, sehr langem da. Also ich als jemand, der mein Land, ja, also wir haben oft aufgrund der Islamischen Revolution damals haben wir unser Land verlassen. Ich bin 1987 erst nach Deutschland gekommen und bin im Krieg geboren dort. Und ich habe auch mehrere Fluchtversuche hinter mir gehabt. Ich habe den vollen Blumenstrauß am eigenen Leib erlebt. Mutter ist politische Gefangene gewesen drüben und so weiter. Und wir, paradoxerweise, haben die Amerikaner angefeuert als Kinder. Und das ist das, was viele Leute sich gar nicht vorstellen können. Ja, aber da, ja gut, da war der Schah an der Regierung. Nicht mehr. Aber trotzdem, das ist ja der Gedanke, aus dem heraus die Antwort an mich gegeben wurde, nee, wir wollen keinen Deal mit den Russen, wir wollen einen Deal mit den Amerikanern. Die wollten das. Und ich glaube... Ich glaube, du hast mich falsch verstanden, Jürgen. Ich meinte einfach nur, unsere Generation, obwohl wir im Krieg waren und die Amerikaner als Feinde betrachtet wurden, hatten wir trotzdem immer noch irgendwo so eine Sympathie immer für die amerikanische Kultur. Das ist halt ein sehr paradoxes Ding, so wenn man sich vorstellt, dass man gerade von denen halt quasi auch angegriffen wurde, ob direkt oder indirekt, sei man jetzt dahingestellt. Aber es gab das bei uns immer. Wir haben uns sogar über deren Waffensysteme unterhalten als kleine Kinder und haben die RPG-7 super als top empfunden und so. Mochten deren Filme, deren Kultur, die Musik und so weiter. Richtig, aber man muss bei der jetzigen Regierung, die du offenbar ablehnst, auch unterscheiden. Es gibt eben da die Hardliner, Khamenei und Co. Und es gibt diejenigen, wenn du da genau zuschauen und zuhören würdest, wie Rouhani und Zarif, die würden gerne viele Dinge ändern. Zum Beispiel, dass man für den geringen Besitz von Rauschgift die Todesstrafe riskiert. Das ist schon leicht geändert worden, aber bei weitem nicht genug. Dass Homosexualität strafbar ist. Ich habe Schwule in Teheran gesehen, die so schwul waren, dass man es gar nicht übersehen konnte. Absolut. Die hat man, denen hat man nichts getan. Das wird nicht jeder. Aber es ist trotzdem strafbar. War in Deutschland auch strafbar lange Zeit. Alles nicht gut. Und trotzdem sage ich, Iran ist ein, ich sage es jetzt mal anders, ein tolles, die Iraner sind ein tolles Volk. Und sie sind ein vornehmes Volk. Und besonders bewundere ich die iranischen Frauen. Das sind die stolzesten Frauen, die man sich vorstellen kann. Und selbst eine iranische Frau, die nicht schön ist, ist schön, weil sie einen Blick hat, der einen umwirft und der einen Stolz in ihren Augen hat, weil die allein mit den Augen flirten können. Also Iran hat viel zu bieten. Und Iran hätte auch eine Freundschaft mit Israel zu bieten. Und hatte ja eine Freundschaft unter dem Schah mit Israel. Allerdings vor allem eine Freundschaft der Geheimdienste. Das ist natürlich ein sehr kontroverses Thema. Da spalten sich die Lager bei uns im Iran. Also ich persönlich sehe das genauso wie du. Also vor allem die weiblichen Iranerinnen, die Frauen bei uns sind das Rückgrat unserer Zivilisation schon immer gewesen und waren mit Sicherheit nicht das unterdrückte Mädel irgendwo, was in der Küche rumsteht. Also das ist absolut fern von der Realität. Ja, aber das kriegst du ja hier erzählt. Ich bin mit einer, ich habe da damals schon lange getrennt gelebt, mit einer Freundin nach Teheran gefahren und dann haben wir eine Führung gemacht und einen Führer genommen, eine Führerin und die hat uns das Land gezeigt und damals war, glaube ich, Fußball-Weltmeisterschaft und dann haben die sich gestritten, wer uns einladen durfte abends zum Spiel. Der Taxifahrer und die Iranerin, selbstverständlich hat die Führerin sich durchgesetzt. Ja. Mann gegen Frau gewinnt immer Frau. Ja. Applaus für die iranische Frau. Und die hatte also Kopftuch und Mantel und war streng und sagte strenge Sätze. Und dann kamen wir bei denen zu Hause an, da flog als erstes mal der Mantel in die eine Ecke, das Kopftuch in die andere Ecke, und da hatte sie Jeans und ein kleines T-Shirt an. Ja. Und dann kam aus der Küche ein hübscher junger Mann. Das war ihr Mann oder Freund. Und da hat sie gesagt, du machst uns was zu essen? Und wir haben das Spiel geschaut und er hat in der Küche das Essen gemacht. Waren ja, okay. Können Sie sich vorstellen, wir haben doch hier das Bild, die werden alle unterdrückt. Ja, ja. Einmal am Tag geschlagen nach dem Motto, wenn ich nicht weiß, warum ich sie verprügle, dann weiß sie es bestimmt. Das ist ja, das ist Quatsch. Und dann habe ich das Mädchen, dass er in Jeans und T-Shirt ihren Mann in der Küche uns was zu essen machen ließ, habe ich gesagt, sag mal, also wie hier die Rollen verteilt sind, das ist doch klar. Aber wie ist das denn bei den Ayatollahs mit den Frauen? Und sind da die Frauen genauso frech?
Und dann hat diese junge Frau mir gesagt, der stärker ist, gewinnt in Iran immer. Und wenn die Frau stärker ist, gewinnt sie auch gegen den Ayatollah und der kann Groß-Ayatollah und alles sein. Dann ist die Frau die Chefin. Ja. Also die lässt sich, die iranische Frau lässt sich vor dem Ayatollah auf jeden Fall den Mund nicht verbieten. Aber ich denke mal, in der Machthierarchie ist relativ klar, dass es sehr, sehr mannorientiertes Patriarchat da fast schon darstellt, ne? In der iranischen Politik, sage ich mal. Es gibt ja kaum Frauen dort auch. Und man muss auch dazu sagen, dass bis vor kurzem Frauen nicht mal ins Fußballstadion durften. Also stimmt. Da gab es schon auf jeden Fall gewisse Sachen, die kamen leider erst mit der Islamischen Revolution. Das sind keine Probleme, die wir unter dem Schah oder mit Mossadegh gehabt haben oder in der Vergangenheit. Wie schon gesagt, vor tausenden von Jahren, zu Zeiten der Antike in Persien, wurden Frauen und Männer gleich bezahlt, gleich behandelt und gleich respektiert. Das sind so Geschichten, da kann man sich darüber streiten, wie die Entwicklung, wie stattgefunden hat, was waren die Vorteile des Schah-Regimes, was waren die Nachteile. Ich persönlich fand den besten politischen Standpunkt in der Moderne hatte der Iran unter Dr. Mossadegh bis 1953. Mossadegh. Ja. Ja. 1953 gestürzt. Genau. Von der CIA. Richtig. Und ich habe den Schah persönlich gekannt. Hm. Ich habe ihn in St. Moritz kennengelernt. Und wir warteten auf eine Seilbahn. Und da kam der Schah und ich stand da mit Willy Bogner. Mit Willy Bogner und einem berühmten deutschen Industriellen. Und dann kam der Schah an und die haben ihm fast den Saum geküsst. Das heißt, die haben sich so tief verneigt, dass sie fast seine Schuhe geküsst haben. Und ich saß auf dieser Seilbahn, die fahren ja in solche Holzträger rein. Ich saß da oben auf irgendeinem Holzträger und der Willy Bogner stellte mir dann vor, der Schah von Persien, Jürgen Todenhöfer, junger Abgeordneter in Deutschland. Und dann habe ich ihm, hi, Your Majesty, und habe von oben die Hand gegeben, wieder bin ich runtergegangen. Und der Willi meinte, Mann, also hinterher, das ist eine kaiserliche Majestät und du sitzt da oben auf dem Ding und hältst den Mund voll. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir sind beide Skifahrer und da machen wir doch kein Theater. Würdest niemals. Welches Jahr war das überhaupt, Jürgen? Das war Anfang der 70er Jahre. Anfang der 70er Jahre. Da würde ich mal gerne mal wissen zu dem Thema, wo ich sowieso schon hingegangen wäre. Wie hast du denn damals diese Zeiten empfunden, als vor allem in Deutschland diese krasse Gegenwehr gegen den Schah, vor allem durch die 68er und die Studentenbewegung, Rudi Dutschke und so weiter. Wie war die Stimmung bei dir? Was war dein Standing? Ich muss ganz offen sagen, ich habe mich da gar nicht beteiligt, weder dagegen noch dafür, sondern ich hatte zu der Zeit ganz andere Hobbys. Also ich habe Fußball gespielt, bin gerne ausgegangen und war politisch nicht besonders interessiert. Ich bin einmal zu einer politischen Veranstaltung, das war eine NPD-Veranstaltung, und mit 20 Freunden, die ich eigentlich erst dort getroffen habe, in der Stadthalle von Freiburg. Und da haben wir dann angefangen zu brüllen, Diskussion, Diskussion. Und haben eine Diskussion erzwungen. Das heißt, der Vorsitzende der NPD hat dann irgendwie gesagt, gut, kriegt ihr halt eure Diskussion, 5000 NPD-Anhänger, wir waren 20. Ja. Und dann kommt halt hoch und redet. Und ich stand direkt an der Treppe und musste als erster hoch und hatte in meinem Leben weder bei einer Geburtstagsfeier noch sonst irgendwo jemals einen Satz gesagt. Und stehe da vor 5000 Leuten und habe dann nur gesagt, Leute, wie ihr, die ihr an die Macht kommen wollt, indem ihr ein Volk diffamiert. Leute wie ihr solltet nie mehr an die Macht kommen. Und meine 20 Leute haben gejubelt und die 5000 Halbnazis haben gepfiffen, dass es gekracht hat. Aber Rudi Dutschke habe ich noch gesehen, auf einem VW-Bus-ähnlichen Wagen mit der Flüstertüte. Also so eine Flüstertüte hatte ich vorgestern auch, als wir vor der chinesischen Botschaft für die Uiguren demonstriert haben. Meinst du so Megafon-mäßig? Megafon, ja. Rudi Dutschke hat viel mit Megafon gearbeitet, ja. Und ich habe versucht, vor der chinesischen Botschaft es anders zu machen, weil Dutschke war fanatisch und hart. Und ich finde es ein Skandal, wie die Chinesen die Uiguren behandeln. Auf der anderen Seite bin ich nicht gegen die Chinesen. So, und das ist schwierig hinzukriegen. Du protestierst gegen eine Sache, die sie machen, und bist trotzdem kein Feind der Chinesen. Wir, der Westen, haben die Chinesen
so übel behandelt in der Kolonialzeit. Also das ist eine Geschichte, die muss ich wirklich mal erzählen. Die Engländer haben mit Unterstützung der Franzosen und später auch mit Unterstützung der Amerikaner zweimal Krieg geführt gegen China. Weißt du wegen was? Opium. Mann, bist du gescheit. Weil die sich geweigert haben. Ich hab dein Buch gelesen, Jürgen. Weil die sich geweigert haben, noch mehr Opium zu verzehren und weil da Hunderttausende gestorben sind. Ja. Und da sind die Engländer einmarschiert, haben Peking in Brand geschossen, haben ihm im Zweiten Krieg Hongkong weggenommen. Deswegen haben die Engländer heute große Klappe bei Hongkong, weil sie sagen, es gehört eigentlich uns. Jetzt haben sie den weggenommen, weil die ihr Opium nicht kaufen wollten. Ja, die waren auch voll scharf auf ihren Tee und sowas. Die haben ja auch irgendwelche Industriespionage eingeführt über die Teefelder so mal. So, wie stellen sie diesen Tee her? Wie wird da geerntet etc.? Das ist ja... Ja, und auf jeden Fall Opium. Aber ein Volk überfallen, weil es nicht genug Opium kauft. Und dann mussten die Chinesen, außer dass sie riesen Reparationen zahlen mussten, die haben dann das Opium verbrannt. Und sie mussten jedes Gramm Opium den Engländern bezahlen. Das heißt, die haben die gedemütigt. Also die Chinesen haben unter uns gelitten. Ja. Massiv gelitten. Das haben sie nicht nur mit den Chinesen gemacht. Also Irans History jetzt zurzeit mit einer extrem hohen Quote an drogenabhängigen Jugendlichen ist auch teilweise zurückzuführen auf die Opium-Trades mit den Engländern damals. Und es gibt sogar Geschichten aus unserer Familie, die ich nicht beweisen kann, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sie sind im Umlauf und sie wurden oft erzählt, dass es sogar eine gewisse Zeit gab, wo die Iraner dafür bezahlt wurden, Opiumasche bei den Engländern umzutauschen. Also dass man es viel raucht, weil es wurde ja eigentlich von den Reisbauern damals in medizinischen kleinen Mengen benutzt, um halt gegen Rheuma und so weiter anzukämpfen, wogegen Opium auch tatsächlich funktioniert, wenn man es nicht übertreibt. So, aber tatsächlich gibt es diese Geschichten. Und heute noch? Nee. Nee, heutzutage, also in den 80er Jahren war Opium Irans Tasse Kaffee. Also ich bin mit diesem Geräusch aufgewacht. Ich kenne kaum jemanden aus meiner Familienhistorie damals, der nicht irgendwas mit Opium zu tun gehabt hat, noch bevor das Heroin gekommen ist. Und deswegen, es hat sich entwickelt. Heutzutage sind die Chemodrogen und so weiter so eher im Umlauf. Dieses ganze Opium-Ding hat sich zwar reduziert, aber der Markt ist ja auch vielfältiger geworden. Es gibt jetzt viel mehr Drogen, ganz andere Drogen. Und man weiß heutzutage auch, was die Drogen auch wirklich bewirken. Zu der Zeit, eine Generation vor mir, meine Eltern, denen war nicht wirklich bewusst, was das für einen Schaden anrichten kann. Die waren sehr naiv. Ja, ich weiß, dass auch jetzt in Teheran und auch in anderen Städten noch immer tolle Partys stattfinden. Auf jeden Fall. Also ich bin immer wieder eingeladen worden, auf Partys zu gehen und ich bin nie hingegangen, weil ich wusste, es gab nicht nur Drogen, sondern da gab es gab alles. Alles. Ich brauchte es jetzt nicht auszuführen, absolut, was da nicht alles getauscht wurde. Und manchmal fuhren die dann auch in den Wald. Man fuhr in den Wald, feierte die Partys dann außerhalb, weil die Unterdrückung auch so stark war, dass man eben seine Freiheit da suchte. Der Nachteil und der Grund, warum ich nie zu so einer Party gegangen bin, ich nehme keine Drogen, habe nie genommen, weil ich es nicht gebraucht habe. Das Leben ist eine Droge, reicht mir völlig. Aber ich wusste, dass auch immer Geheimdienstleute dort sind, bei den Partys. Extremes Denunziantentum im Iran. Und dann lässt du dich halt hinreisen von irgendeiner Tante und dann zeigt dir irgendeiner das Foto später. Und bist du erpressbar? Oder? Bist erpressbar. Ja, absolut, absolut. Großes Problem auf jeden Fall. Also was Echo vorhin angesprochen hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich in Bezug auf Jürgen Todenhöfer. Und zwar hast du als einer der wenigen, vielleicht sogar die prominenteste Stimme hier in Deutschland damals, quasi Partei ergriffen für die Muslime, die damals eigentlich durch die recht negative Berichterstattung, manche würden sie rassistisch nennen, in einem schlechten Licht dargestellt wurden, spätestens nach 9/11. Und wenn dann so ein CDU-Politiker kommt, Jürgen Todenhöfer, anerkannter Mensch, das war ein bisschen ungewohnt. Und dadurch hast du dir natürlich auch große Sympathien halt auch erarbeitet bei der muslimischen Bevölkerung hier in Deutschland. Nur ist dein Weg dorthin, also wie das alles stattgefunden hat, du hast gerade von Tunesien oder Algerien gesprochen, wo warst du nochmal? Korrekt. Marokko, Algerien. Tunesien. Genau, was ich gehört hatte, war halt, dass du damals zu deiner Zeit als Student in Frankreich hattest du studiert, dass du da einfach mal irgendwie so ein Ticket dir klar gemacht hast und in Richtung, was war das, Algerien? Algerien, ja. Algerien, genau. War das dein erster Kontakt? War das die erste Reise in Richtung arabischen Raum? Das erste war, nachdem das Skispringen beendet war, es war Marokko und dann habe ich in Paris studiert und in Paris gab es schwere Straßenkämpfe
zwischen 100, wirklich 100.000 Franzosen, die brüllten Algerie française, Algerie française, und 100.000 eher linken und algerisch mit Algerien befreundeten Franzosen, die brüllten Algerie, Algerienne, Algerie. Das war aber in den 70ern, ne? In den 70ern. Ja. Nein, das war 60ern. In den 60ern. Ja, okay. Und bei den Demonstrationen war der Haupttrick, wenn die Demonstrationen die Züge aufeinander knallten, dem Gegner die Brille runterzureißen. Dann musste der in die Knie, um seine Brille zu suchen. Also die ersten 10% waren alle am Boden und suchten ihre Brillen. Und ich wusste, Le Monde, berühmte Zeitung in Frankreich links, sagte, Algerien gehört in Algerien. Und Le Figaro, rechte Zeitung, sagte, Algerien ist ein französisches Mutterland, gehört den Franzosen. Und da habe ich dann das gemacht, was ich eigentlich immer gemacht habe. Ich hatte keine Meinung, woher auch. Ich bin hingefahren. Ah, um dem Bild zu machen. Und dann bin ich in den Krieg dorthin gefahren. Hm. Und habe mir den Krieg angesehen. Was waren das für Truppen von den Franzosen? Waren da immer Legionäre unterwegs oder gab es da richtige Verbände von Panzer? Also wenn du in den Krieg fährst, siehst du den Krieg häufig gar nicht. Stimmt. Ja. Also der ist dann irgendwo 500 Kilometer entfernt. Aber ich bin mit fremden Legionären durch Algerien gefahren, von Algier nach Constantine. Ich habe bei algerischen Familien übernachtet. Und da sind ja viele Deutsche in der Legion, ne? In der Legion étrangère. Sind ja viele Deutsche auch unterwegs, ne? Ja. Also hast du auch bestimmt viele, sage ich jetzt mal, Landsleute. Ich habe einen getroffen, er war besoffen, als ich ihn traf, und erzählte mir von seiner Freundin, die er liebte und so weiter. Und dann fuhr der Zug langsam an. Duck, 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 duck. Und die kleinen algerischen Buben rannten nebenher und wollten Limonade verkaufen. Und ich hatte kein Geld, aber ich habe dem deutschen fremden Legionär gesagt, Mensch, kauf ihm doch eine Flasche. Und dann hat er gesagt, ich kaufe die ganze Kiste. Und hat die Kiste genommen. Und der Kleine hat gestrahlt und er hat die Kiste reingestimmt. Und der Zug wurde schneller und der Kleine musste schneller rennen und schrie immer, mein Geld, mein Geld. Oh. Und der Fremdenlegionär hat nur gelacht und immer lauter gelacht. Was willst du, dein Geld? Hier hast du es. Und hat die Kiste mit Limonade genommen und auf den Bahnsteig geworfen. Ach, wo sie in 1000 Stücke zersplittert ist. Und das war für mich so das typische Verhalten, das wir hatten gegenüber diesen Menschen. Dass dieser kleine Junge wird diese Szene nie vergessen haben, in seinem Leben. Niemals. Und das ist auch genau der Punkt, worauf ich bei dir zurück wollte, weil kann es sein, dass deine persönlichen Erfahrungen mit diesen Algeriern, Tunesiern und so weiter vielleicht auf so vielen positiven Erlebnissen basieren? Hätte es anders sein können, hättest du dort mal die Arschlöcher eher kennengelernt, dass du deine Sympathie für diesen Bereich vielleicht gar nicht so ausgelebt hättest? Also ich sag mal ganz kurz mal von meiner Seite aus, in der Flucht durch die Türkei, da wurden uns von Türken schlimme Sachen angetan. Aber auf der anderen Seite wurden uns von türkischen Polizisten, die haben uns den Arsch gerettet. Und ich habe beide Perspektiven als Kind schon mitbekommen. Ich hätte mich als Erwachsener, hätte ich mich auf jeden Fall hart radikalisieren können und sehr, sehr antitürkisch sein können. Ich hätte Grund dafür. So nachvollziehbare Gründe. Und auf der anderen Seite aber, wie gesagt, waren auch die Retter gleichzeitig diese gleichen Leute. Nur stelle ich mir manchmal das halt nicht so breit gefächert vor. Manchmal erlebt man nur Schlechtes und dann ist man aber auch nicht mehr der Freund dieser Region und pauschalisiert das vielleicht auch. Ja, das hast du gut geschildert und trotzdem ist es bei mir anders gelaufen. Ich habe in den meisten Ländern beide Seiten kennengelernt. Ich habe so ein Prinzip, das habe ich als Richter gelernt, sprich immer mit beiden Seiten. Also wenn man als Richter, wir hatten mal einen amerikanischen Soldaten, der hat versucht, einen Taxifahrer umzubringen, also zu würgen. Warst du Richter am Landgericht oder? Strafkammer, ja, Landgericht. Landgericht. Okay. Wir hatten einen Prozess gegen die Rote Armee-Fraktion, gegen einen. Die RAF. Mhm. Gegen die RAF, einen, der einen Polizisten erschossen hat, den Kaiserslautern. Also der war ich, der Berichterstatter, also der den Prozess führt. Ich war aber nur Kurzrichter. Und dieser Junge, der diesen Taxifahrer würgen wollte, da kriegst du als erstes die Akten. Da habe ich die Akten der Staatsanwaltschaft gekriegt. Und dann habe ich gelesen, habe ich über den Taxifahrer, was das für ein Mensch war und dass der hinter ihm saß und immer mehr drückte und drückte und drückte, um ihm die Gurgel durchzudrücken, um an sein Geld zu kommen.
dann habe ich mir gesagt, also Junge, unter lebenslang kommst du bei mir nicht raus. Ich hatte noch zwei andere Richter und da waren auch noch Geschworene. Und Schöffen. Schöffen war es, glaube ich. Und dann habe ich die Akte der Verteidigung gelesen. Dann habe ich gelesen, dass dieser Junge weise war und von einer Familie aufgenommen worden war in Amerika. Und die hat ihn verstoßen nach kurzer Zeit. Und dann ist er zu einer anderen Familie gekommen und da ist er auch wieder verstoßen worden. Er ist dreimal verstoßen worden von den Familien, die ihn als Weise aufgenommen haben. Und da floss mein Herz über für den armen Kerl. Und dann hast du ihn halt sitzen und vor dir dann mussten Urteil fällen. Und ich war für eine zu milde Strafe. Er hat, weil er mir leid getan hat. Aber ich glaube, dass meine Kollegen recht haben. Die haben ihn für 9 Jahre ins Gefängnis geschickt. Ich war für eine mildere Strafe. Hm. Ist diese... Also wir reden von Raub hier, von einer Raubtat, oder? Nein, Mordversuch. Mord. Eine Mord, okay. Ja, aber der Kern ist, dass du immer mit zwei Seiten sprechen musst. Und ich habe halt zum Beispiel in Syrien habe ich den Diktator gekannt und mehrmals mit dem gesprochen, und zwar nicht über, wie man Krieg führt, sondern wie man Frieden schließt. Und ich habe die Rebellen gekannt. Ich habe mit dem IS gesprochen und habe mit ihren Feinden gesprochen. Und weil du gesagt hast, die Scheiße, und manchmal habe ich auch bei denen, die ich eigentlich scheiße fand, gute Leute getroffen. Also das ist nicht so, dass wenn du zwei gegnerische Armeen hast oder Gruppen, dass die eine Gruppe total scheiße ist und die andere ist total gut, sondern das ist manchmal bunt gemischt. Mhm. Du hast sympathische Leute bei ganz schrecklichen Leuten. Und ich war in Libyen und da sind wir in eine Falle der Gaddafi-Leute reingefahren. Die wollten am nächsten Morgen vorstoßen nach Gaddafi, nach Benghazi, mhm, und haben den Eindruck erweckt, sie würden abziehen. Sind aber nicht abgezogen, sondern haben Posten aufgebaut und in diese Position sind wir reingefahren. Und die haben, als wir dann auftauchten, vor uns fünf Autos in Brand geschossen und alle Menschen wurden zu Staub. Und als wir kamen, sind wir ausgestiegen, weil ich wollte das filmen oder filmen lassen durch meine Filmassistentin. Und als dann unser Gastgeber, ein Libyer, ins Auto einstieg, haben sie wieder mit einer Bodenrakete geschossen und haben den getötet. Und ich müsste also voller totaler Hass gegen Gaddafi sein, als ich dann erlebt habe, was die Amerikaner mit dem gemacht haben und wie sie ihn umgebracht haben. Und als ich dann gesehen habe, was aus Libyen geworden ist, nachdem der umgebracht worden ist, ist mein totales Entsetzen über diesen Mann differenzierter geworden. Mhm. Das gab nicht nur böse und schlecht, sondern der hatte auch Sachen gemacht, die waren nicht schlecht. Du bist echt ein Mann von zwei Welten, merkt man auf jeden Fall. Weil das ist ja das Schwierige, also wie du das beschreibst, zum Beispiel, wie du hier den deutschen Publikum erklärst, du warst unterwegs mit einem Jungen, der heißt Said, und du hast ein Buch geschrieben, Said, warum tötest du? Und wie es dazu kommt, so stückweise, ist er ja in diesen Hass reingerutscht, wo du noch normale Fragen gestellt hast, würdest du auch eine Nicht-Muslime heiraten oder würdest du, was ist dein größter Traum? Und der meinte, das ist ein Fußballspiel, ein Stadion. Er hat ja die gleichen Wünsche wie wir hier in Deutschland und wie du es dem deutschen Publikum verklickerst. Ey, guck mal, da gibt es diese Seite, die ihr kennt und das ist das, womit die halt gefüttert werden in den Medien. Aber du bist darüber und du nimmst das Ganze anders auf, so wie du es hier die ganze Zeit beschreibst. Und das ist sehr interessant, dass du so ein Mann von zwei Welten bist. So, weißt du, was ich meine? Ein richtiger Richter. Ja. Ja. Also ich mache genauso viel Fehler wie jeder andere Mensch. Aber über diesen Said gibt es noch eine schöne Geschichte. Der war Fan von Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, okay. Französischer Nationalspieler gewesen. Und Trainer jetzt von Real Madrid. Korrekt. Und er hat mir gesagt, ich wünsche mir so sehr ein Trikot von dem mit Unterschrift.
Und ich hatte gute Beziehungen. Meine Tochter war bei Adidas Managerin zu Adidas. Also habe ich gesagt, wir brauchen ein Trikot mit Zinedine Zidane. Und dann hat Zinedine Zidane, der nicht wusste, für wen das war, ein Trikot unterschrieben. Und das ist inzwischen bei Said. Oh, das ist eine schöne Häppchen. Okay. Also wirklich Respekt. Ich kriege gerade Gänsehaut, während wir über den Said reden, ehrlich gesagt. So. Also ich denke mal wirklich, wenn man sich Jürgen Todenhöfers Werdegang so anguckt, ist eine Komponente meiner Meinung nach, die in der Politik, in der Wirtschaft, wo überall, wo man ein Raubtier sein sollte eigentlich, um besser vorwärts zu kommen, meiner Meinung nach, da kannst du widersprechen gerne, da ist halt eine menschliche Komponente nicht so wirklich gern gesehen und auch vielleicht hinderlich, und das ist Empathie. Und wenn ich über Jürgen Todenhöfers Weg nachdenke, dann sehe ich da einfach, dass viele, viele Sachen einfach so absolut geprägt sind von der Fähigkeit, Empathie zu empfinden anderen Menschen gegenüber. Und wie das zusammen funktioniert, trotzdem Richter zu sein, Politiker zu sein, in großen, also so, du warst ja auch noch Führer eines Milliardenunternehmens, ne? Also wie kann man das überhaupt alles unter einen Hut bekommen? Das ist für Leute wie mich, die so ein bisschen den Glauben an diese ganze Sache verloren haben, ist es kaum vorstellbar. Also es wäre alles eine maßlose Übertreibung, wenn ihr glauben würdet, ich wäre ein durchgehend guter Mensch. Also ich habe viele Menschen enttäuscht. Ich habe Herzen gebrochen von Menschen, die mich geliebt haben. Meines wurde auch gebrochen von Zeit zu Zeit. Das war gerecht. Also ich mache auch alle Fehler dieser Welt. Aber ich habe mir, das ist in mir irgendwo gewachsen, einen Grundsatz vorgenommen, andere Menschen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Das ist so ein ganz weiser Spruch, aber der ist nicht theoretisch. Wenn du dir sagst, wie möchte ich jetzt behandelt werden in der Situation? Und ich habe mal einen Chefredakteur entlassen, weil er einen ganz schwierigen und unangenehmen Betriebsrat in einer Form beleidigt hat, die ich nicht akzeptiert habe. Und er schrieb, Sie Affe und Sie sind nix, und weil Sie nix sind, sollten Sie die Klappe halten. Und der Chefredakteur hat mir das gesagt und hat gesagt, ich erhoffe, dass ich diesen Betriebsrat, der in der Küche arbeitet, feuere. Dann habe ich ihn entlassen. Hm. Weil so möchte ich nicht behandelt werden. Also das ist eigentlich ein ganz einfacher Spruch. Und ich habe ja jetzt vor 2 Monaten eine Partei gegründet, was sich jetzt langsam rumzusprechen beginnt. Wir haben heute unser Programm vorgestellt. Und da ist das eigentlich auch der Kern. Viele Menschen überlegen sich ja auch, wie soll ich denn mein Leben leben? Also ihr sollt euer Leben nicht wie Heilige leben. Das ist ja furchtbar langweilig. Aber wenn ihr mit einem Kerl befreundet seid oder mit einem Mädchen zusammen seid, dann verlange ich auch von euch nicht, und ich habe keinen Anspruch, weil ich es auch nie gemacht habe, ewige Treue und dass ihr immer bei ihnen seid und alles immer nur lieb seid, sondern behandelt sie so, wie ihr selber behandelt werden wollt. Das ist relativ einfach. Schwer umzusetzen, aber richtig. Ja. Wenn es so leicht wäre, würden es alle machen, glaube ich. Also, ja, man kann es ja mal versuchen. Ich schaffe es ja auch nicht immer. Ja. Ja, es ist gut, dass wir jetzt gerade zur deutschen Politik rüberkommen und zum Parteiprogramm. Ja, denn das ist das natürlich, was viele Leute interessieren wird. Viele Leute, habe ich den Eindruck, die Team Todenhöfer wählen wollen und sich damit beschäftigen, erwarten dadurch eine Form von Hoffnung bringender Veränderung. So, das haben viele Leute mit Trump da drüben in den USA zum Beispiel auch gehabt, bevor diese ganzen Aufstände und Corona und so weiter gekommen ist. Und auf der einen Seite ist es nicht immer ein bisschen gefährlich, sein eigenes Schicksal in Hoffnung in den Messias quasi reinzustecken und dadurch dann vielleicht seine Eigeninitiative und so weiter zu verlieren. Und auf der anderen Seite, was ist es, was Team Todenhöfer quasi absetzt von anderen Parteien in diesem politischen Konstrukt? Weil Leute wie ich gibt es immer mehr und mehr da draußen, die wirklich, da muss ich auch eingestehen, die Hoffnung eigentlich in die Politik quasi schon verloren haben. Also dass man in der parlamentarischen Demokratie, so wie das jetzt gerade hier stattfindet, dass man dort in diesem System den Unterschied bringen kann, um alles nochmal aufzurollen, ist für mich eine Mission Impossible, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du hast dir das zur Aufgabe gemacht. Und was sind die Grundsätze dieser Partei?
Ja, und das ist ja keine lustige Aufgabe, wenn man schon mal 18 Jahre im Bundestag war. Also ich könnte ja jetzt schöne Reisen machen und ein schönes Leben haben. Und ich glaube, das klingt ein bisschen naiv, aber das ist der Versuch, eine Partei zu haben, die vor allem aus jungen Leuten besteht. Also bei meinen Lesungen, wenn ich Bücher lese, Durchschnittsalter 24. Und wenn ich da in den Saal reinkomme, denke ich immer, da kommt Robbie Williams, da fängt der ganze Saal an zu kreischen und zu schreien, also so wie ihr das wahrscheinlich erlebt. Und dann denke ich, hallo, ich bin aber ein bisschen älter. Schön wäre es, Jürgen, aber... Ja. Und die kreischen wie die Irren, fangen an zu tanzen, weil die auch den Glauben verloren haben und sagen, oh, da hält einer seinen Kopf hin und kriegt ja solche Brüche. Ich werde ja auch von vielen verprügelt, das, wer weiß was, alle Beschimpfungen habe ich schon mal gekriegt. Ich versuche... Also erst einmal ganz junge Leute und die Mehrheit wird, ich weiß nicht, ob ihr das ertragt, die Mehrheit wird weiblich sein. Wir werden den größten Frauenanteil aller Parteien in Deutschland haben. Also dann werde ich auf jeden Fall in dieser Partei helfen. Da passen wir doch perfekt rein. Jetzt, Totenhöfer, wir sind am Start. Wir haben gerade Pressekonferenz gemacht, da haben zwei Jungs vorgetragen und zwei Mädchen. Unsere Pressesprecherin und Generalsekretärin ist aus Berlin, 24 Jahre alt. Also 24, eine bildhübsche Berlinerin, gescheit wie nur irgendwas, mit einem Iraner befreundet. Oh, macht sie sympathischer. Ja, und... Es ist ganz kurz, Jürgen, ist das eine organische Geschichte mit den Frauen? Ist das etwas, worauf ihr wirklich gezielt hinarbeitet oder ist es einfach so, man freut sich drüber? Nee, der Grund, warum wir das wollen ist und warum wir diesmal junge Leute wollen, Freddy, mein Sohn, hat gesagt... Mensch, junge Leute haben da noch gar keine politische Erfahrung. Warum junge Leute? Weil junge Leute heute beschissen werden. Wir haben ein Generationenproblem und ihr zahlt Rente ein und werdet das Geld, was ihr einzahlt, nie mehr kriegen. Ja, und so die Gefahr der Altersarmut für junge Leute im Alter ist viermal so groß wie die der alten Leute heute. Das heißt, ihr zahlt Geld ein und kriegt das nie mehr zurück. Und das geht nur... Weil im Bundestag eine klare Mehrheit ist, der sogenannten rentennahen Jahrgänge ab 55. Wir haben eine klare Mehrheit, weil es keine jungen Leute gibt. Deswegen wird immer so abgestimmt, dass die Jungen den Preis zahlen. Also schicken wir junge Leute rein. Also sind die jungen Leute gegen Kriege. Auch das macht sie mir sympathisch. Und sie sind gegen Rassismus. Und sie denken vielleicht an morgen, was die Energie angeht, die Ressourcen. So das ist, ja, auch in der Klimapolitik werden sie bedroht. Ja. Und das ist ein Grund. Aber was unterscheidet das? Unsere Partei, wir versuchen eine, ich erkläre das auch gleich, menschlichere Politik zu machen. Menschlicher. Ich sage, diese Politik, die jetzt gemacht wird, ist routiniert, kalt und überhaupt nicht menschlich. Wir versuchen eine ehrlichere Politik zu machen. Ihr werdet überall angelogen. Die Politik sagt euch nie die Wahrheit. Und wir wollen eine friedlichere Politik machen. Also nicht immer gleich, wir müssen Verantwortung übernehmen und dann die Bomber losschicken. So, was heißt das menschlicher? Ich gebe dir ein Beispiel. Unsere Bundeskanzlerin, die viele Menschen mögen, hat eine riesige Zahl von Flüchtlingen nach Deutschland geholt und hat ihr Image daran festgemacht und sich auch in der ganzen Welt feiern lassen, indem sie gesagt hat, wir schaffen das. Und dann hat sie sich nicht mehr drum gekümmert. Ich bin an jedem Weihnachten, dieses Weihnachten nicht, weil sie die wegen Corona nicht mehr raus und keinen mehr reinlassen, habe ich Weihnachten mit Flüchtlingen verbracht und ihnen einen Ochsen gebraten. Das sind die frustriertesten, verlassensten, einsamsten, enttäuschten Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind, weil sich kein Mensch um sie kümmert. Und wenn, dann sind es Privatleute. Die Merkel war noch nie in einer Kaserne in München bei Flüchtlingen. Wie gesagt, jetzt haben sie zugeschlossen, eingeschlossen, die dürfen dann wieder raus. Und die haben alle ihren Job verloren. Wer also einen Job haben durfte, weil er eine Chance hatte, aufgenommen zu werden, ist jetzt seinen Job los, wenn er in der Wirtschaft gearbeitet hat. Und ist damit auch seine Berechtigung los, in Deutschland zu bleiben. Gefährdet also auch menschlich null. Und die abgeschoben werden, weil die Merkel gesagt hat, wir schaffen das, aber jetzt die gesagt haben, wir nehmen aber nicht alle,
die werden nicht nett abgeschoben. Die sitzen in Abschiebegefängnissen. Mhm. In Gefängnissen. Meinst du, die Merkel würde mal in so ein Abschiebegefängnis gehen? Ich sage das mal ganz hart, das ist eiskalte Politik. Mhm. Aber mit menschlich hat es nichts zu tun. Ich gebe dir ein zweites Beispiel. Ich habe vor über 10 Jahren habe ich mein Vermögen verschenkt an 2 Stiftungen. Eins für MS-Kranke und das andere für Kriegsopfer. Also ich habe 2 Waisenhäuser in Afghanistan gebaut. Ich baue, bezahle Prothesen in Syrien für syrische Kinder, egal wer ihnen die Beine abgefetzt hat. Und habe auch jetzt nicht mehr so viel Kohle, was den Wahlkampf kräftig erschwert. Und wir haben neben den Kriegsflüchtlingen in der einen Stiftung kümmern wir uns um alte, vereinsamte Menschen. Wenn du mit Politikern sprichst, mit den jetzigen klassischen Politikern über Rente, dann reden die darüber, dass man jetzt eigentlich die Rente um 2 oder 1 oder 4% erhöhen sollte. Aber das ist nicht das Problem der Rentner. Das Problem der Rentner ist die totale Einsamkeit. Die totale Einsamkeit. Und jetzt unter Corona. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Da sind sie in Heime reingegangen und haben Demente in Zimmer abgeschoben, weil sie die nicht haben wollten und weil die nicht krank waren oder was auch immer. Dann haben die Dementen gegen die Zimmer getrommelt. Dann haben sie sich gerichtliche Verfügungen, der Staat, geholt, um die ruhig spritzen zu dürfen. Und haben die ruhig gestellt durch Spritzen. Hm. So haben wir die behandelt. Hm. Ich kenne einen Teil unserer Alten, wir machen immer ein Sommerfest und Winterfest, Weihnachten, ich bin der Weihnachtsmann und so weiter, die jetzt gestorben ist. Die hat gesagt, ich habe gedacht, ich sei in der Hölle. Das ist Maria, war eine Tänzerin früher. Ist 80, irgendwann musste sie sterben, aber die war topfit, fit wie ein Turnschuh. Die ist gestorben an ihrer Einsamkeit. Einsamkeit ist das Problem. Das heißt aber, dass man sich um die Menschen kümmern muss. Und dass man vielleicht also wir kümmern uns, indem wir junge Studenten 450-Euro-Jobs geben und die dafür so und so viele Stunden mit denen ins Theater gehen, Ausflüge machen, ihnen die ersten Veilchen, die ersten Schneeglöckchen, die schon früher kommen und so weiter und auch das letzte Obst, Weintrauben und so weiter schenken. Das sind die Probleme der Menschen, dass man sie in die Gesellschaft zurückholt, dass man ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Diese Politik, die jetzige, gib ihnen halt 1% mehr. Das wollen die nicht. Du kannst ihnen sogar 5% wegnehmen, Hauptsache du schaffst es, dass sie nicht einsam sind, ne? So. Ich sage eine menschliche Politik, mit den Flüchtlingen, um die muss man sich kümmern. Wenn ich einen Flüchtling, der aus seiner Gesellschaft herausgebrochen ist, den muss ich integrieren, den muss ich einbauen. Da kann man ihm, wie die Kanadier das gemacht haben, einen Paten geben. Aber da muss ich mein Herz reingeben. Wir haben in unserer Stiftung 30 Migrantenkinder, denen wir Unterricht geben, damit sie die Schule schaffen. Das ist der Ansatz. Und die kriegen auf die Schulter gehauen, wenn sie mal nicht mehr kennen. Das sind Jesiden und Christen und Muslime und alles. Und das, du fragst, das ist anders. Wir wollen es menschlicher machen. Und wir wollen, wäre was völlig Neues, wir wollen eine ehrlichere Politik machen. Die haben, beim Afghanistan-Krieg gab es eine Debatte, warum wir dahin sollen vor 20 Jahren. Und dann haben sie gesagt, wenn wir jetzt sagen, wir gehen dahin, um den Amerikanern einen Gefallen zu tun, das war der Grund. Die wollten einen geostrategischen Stützpunkt gegenüber Iran, China. Wenn man das gesagt hätte, hätte man keine Unterstützung. Also haben sie gesagt, es geht darum, afghanischen Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen. Und so wurde die Bundestagsdebatte geführt. Und wenn man sagte, der Krieg ist scheiße, die Russen haben verloren, die Mongolen haben verloren, alle haben verloren. Alexander der Große. Alle haben verloren. Macht das nicht. Lasst das Volk in Ruhe. Dann hat man gesagt, ihnen ist es egal, dass Kinder nicht zur Schule gehen. Sie sollten sich schämen. Wenn ich heute nach Berlin komme, wo ich jetzt gerade bin, und Politiker treffe, frage ich immer, und wie geht's den afghanischen Mädchen? Dann sagen die, wie kommen sie auf afghanische Mädchen?
Dann sage ich, ja, dafür haben sie doch Krieg geführt. Ja. Wir? Krieg geführt? Das haben die vergessen. Klar. Die wissen nicht. 40% gehen zur Schule. Ja, ja. Das ist dieselbe Scheiße wie vorher. In Mali, zum Thema Ehrlichkeit, in Mali sagen sie, wir gehen dorthin, um den Terrorismus zu bekämpfen. Sie sind in Wirklichkeit in Mali, weil die Franzosen sie drum gebeten haben und die Franzosen in Mali und Niger und die Franzosen bauen in Niger Uran ab für ihre Kernkraftwerke. Wir stellen in Deutschland die Kernkraft ab, lassen uns dafür feiern und schicken unsere Soldaten nach Niger und Mali, damit die Franzosen dort in Ruhe ihr Uran abbauen können und ihre Kernkraftwerke betreiben. Das ist doch so schlimm verlogen, dass man nur sagen kann, Mensch, sagt's doch den Leuten. Ja, ja, ja. Vielleicht sagen sie, gut, machen wir. Ja. Wir nehmen ja auch von den Franzosen den Strom, der mit Erdgas erzeugt wird. Also wir versuchen das ein bisschen ehrlicher zu machen. Das passt ja auch sehr gut zu dem Buchtitel, die große Heuchelei. Hier geht's ja um Heucheleien. Und dass dort natürlich auch Ressourcen abgebaut werden in Afghanistan, um irgendwelche Smartphones zu bauen und die Verteilung der Opiumkultur vom Dreieck aus Laos nach Afghanistan, was das alleine auf der Welt ausgewirkt hat, da müsste doch schon der letzte Trottel jetzt mal bemerkt haben auf jeden Fall, dass es um Heucheleien geht. Also das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Was ich halt gerne mal wissen würde, wäre ganz konkret gefragt auf das Parteiprogramm. Jetzt würde ich mal gerne wissen, aus dem Umfeld, aus dem ich stamme, kommen öfters mal Fragen, wie zum Beispiel, wenn Parteien, Politik insgesamt so hart in der Schusslinie stehen, schon seit mindestens Jahrzehnten, wenn nicht sogar länger, dass sie halt von außen bezahlt werden können, dass da Korruption besteht ohne Ende und so weiter. Wenn man sich das so anguckt, dass da so viele äußere Mächte drauf wirken, was wirklich die tatsächlichen Entscheidungen angeht, die unser Leben dann betreffen. Wie kann man denn dann davon ausgehen, dass man in diesem Sumpf, weil das riecht ja nach einem Sumpf, dass man da diese Veränderung überhaupt bringen kann? Kämpft man da nicht gegen Windmühlen als Jürgen Todenhöfer? Ja, der Sumpf, an die Menschen gewöhnen sich an den Sumpf, stimmt. Die wissen, sie werden angelogen. Der Finanzminister Scholz sagt auf die Frage, wie wollen Sie denn jetzt das nächste Corona-Programm finanzieren? Ach, wir haben noch Spielraum, wir haben noch Puffer. Wir haben noch Puffer. Vor Corona hatte Deutschland 2000 Milliarden Schulden. Schon vor Corona. Da sagt er, wir haben noch Puffer. Wenn deine Freundin, Eko, wenn dich deine Freundin fragt, können wir uns einen kleinen gebrauchten Sportwagen leisten? Und ich habe 20.000 Schulden. Du hast 200.000 Schulden. Ich hab noch und Puffer, du sagst, Baby. Aber ich habe noch Puffer, dann sagst du, du bist ein dreckiger ja, Lügner. Ja, absolut, mehr. Ich so, Herr Scholz wird Kanzlerkandidat. Also, aber so läuft es ja in allen, das ist ja in jedem Thema so. Wir haben Puffer, wir haben dies, wir haben das, da wird ja nur gelogen, bis sich die Balken biegen. Ja, und deswegen ist es halt, das ist ja auch der Grund, warum wir das machen, der Versuch, ich weiß, dass ganz viele junge Menschen in Deutschland auf sowas warten. Ich weiß aber auch, dass sie zögern, in eine Partei zu gehen. Wir haben nur eine Chance, wenn ganz viele kommen. So wie die Greta, die für Umwelt wirbt, nur eine Chance hat, weil hinter ihr nicht drei Leute laufen, sondern 3.000. Oder 3 Millionen. Ja. Oder wie ja, insgesamt auf der Welt. Und ich kann nur sagen, wenn jemand den mitmachen will beim Versuch, die Politik in Deutschland zu ändern, in diese Partei zu gehen. Die reicht diese Partei für die Leute da draußen? Die haben es vielleicht nicht ganz mitbekommen. Originell, Team Todenhöfer. Team Todenhöfer, also wählt Team Todenhöfer, unterstützt, wo ihr nur könnt. Ja, weil wir wollen was verändern. Verstehst du? Also du hast gerade einen Punkt da angesprochen, dass man das kaufen kann. Wir nehmen keine Spenden über 5.000. Wir werden Spenden über 5.000 verbieten. Wir werden verbieten, dass man mehr als 2 Legislaturperioden im Bundestag ist. Sonst wird es ein Dauerberuf und die kümmern sich nur noch um die Wiederwahl. Und so haben wir eine ganze Reihe von Sachen, wo wir Dinge fundamental ändern werden. Wir werden auch die Kirchensteuer abschaffen. Wir werden die Kirchensteuer abschaffen, weil die Kirche, ich komme aus einer protestantischen Pastorenfamilie. Mein Großvater war Pfarrer, mein Urgroßvater war Pfarrer. Ich sage, die Kirchen haben ihren Anspruch auf staatliche Unterstützung
durch die Vergewaltigung, durch die perverse, brutale Vergewaltigung und Missbrauch von Kindern verspielt. Ich kann da nicht noch weiter Kirchensteuer zahlen. Sagen wir, kostet mich Anhänger, weil ich auch Anhänger in den Kirchen habe. Sagen wir, und wenn einer Waffen exportiert in Krisengebiete, werden wir nicht sagen, wie der Herr Gabriel, wie die alle, du, wir werden das unter Strafe stellen. Das wird eine Straftat, weil es Beihilfe zum Mord ist. Ja, wie perfekt ausgesprochen. Und deswegen sage ich, da sind ganz viele Sachen drin, wo wir ganz, ganz viel ändern. Wir setzen übrigens auch, was dich vielleicht interessieren kann, nicht aufs Elektroauto. Wir setzen viel mehr auf Umweltpolitik, aber auch da nicht auf Verarsche. Das Elektroauto, ich habe nichts gegen Elektroauto. Ich würde vielleicht sogar eins kaufen, wenn ich nur kurze Strecken zu fahren hätte. Aber das Problem unserer Welt sind, dass auf der ganzen Welt und da, wo du herkommst, im Iran, auf der ganzen Welt 1,3 Milliarden Menschen einen Verbrenner fahren. Die können sich alle kein Elektroauto leisten. In Afrika kann sich kein Mensch ein Elektroauto leisten. Gibt es so viel Lithium für die Menschheit? Dass man so viel oder Kobalt oder wie heißt diese Rohstoffe? Wo man Kobalt, das wird in Kongo und Ruanda wird das mit Kinderarbeit und kriminell auch noch gefördert. Aber es löst das Problem nicht. Wenn das verstehst du, weil du 1,3 Milliarden Autos und wie du weißt aus Iran, die werden ja nicht 5 Jahre gefahren. Die werden 50 Jahre gefahren. Bis alles runterfällt. Und für die brauchst du eine Lösung. Was hast du davon, wenn in Deutschland 150.000 oder 200.000 Menschen ein Elektroauto fahren, wenn ganz Afrika Verbrennerauto fährt, wenn ganz Iran, ganz Indien, ganz und. Also, was brauchst du? Du brauchst einen klimaneutralen Kraftstoff. Den kann man herstellen. Mit grünem Wasserstoff. Also, ich will versuchen, das zu erklären. Ich mache es ganz einfach. Du nimmst Sonnenenergie, aber nicht in Deutschland, wo die Sonne so selten scheint, sondern aus den Sonnenwüsten der Welt. Also Afrika, Chile, Libyen etc. Ja. Da nimmst du, und die ist ganz billig dort. Du nimmst Sonnenenergie. Du bringst diese Sonnenenergie zusammen mit Wasser. Das nennt sich Elektrolyse. Und dann kriegst du grünen Wasserstoff. Grünen Wasserstoff. Und wenn du diesen grünen Wasserstoff mit dieser Pest von CO2 zusammenbringst, kriegst du Methanol. Und Methanol lässt sich relativ leicht in Methanol-Benzin umwandeln. Methanol ist sowieso Alkohol schon? Ja. Das lässt sich aber leicht in Methanol, Benzin wandeln und dann hast du einen klimaneutralen Kraftstoff für 1,3 Millionen Verbrenner. Und dann kannst du dir noch 1000 andere Sachen, umweltfreundliche Sachen einfallen lassen. Aber das ist der Kern. Die kommen mit Elektroautos, die sich die armen Länder dieser Welt nicht leisten können. Aber dazu muss halt die ganze Industrie auch nochmal umgewandelt werden. Ja, ich meine, die Herstellung dieser Batterien ist auch absolut schädlich für die Umwelt. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja, das stimmt gar nicht, dass es so gut ist für die Umwelt. Nee, überhaupt nicht. Aber dass keiner hingeht und sagt, aber werden dann diese 1,3 Milliarden, die auf der Welt sind, und demnächst sind es 1,5 Milliarden, fahren die nicht mehr? Natürlich fahren die. Absolut, deswegen sage ich auch, also die systematische Behandlung von, symptomatische Behandlung von Problemen ist ja eine gute Sache. Also auch wenn man einen Flüchtling jetzt hier, sage ich mal, integrieren möchte in das ganze Gefüge, es ist eine symptomatische Behandlung für mich. Für mich ist es keine Lösung des Urproblems, wo man an die Wurzel geht und erstmal versucht, die Grundsätze erstmal so, den Nährboden bereitzustellen, dass Flüchtlinge an und für sich gar nicht so produziert werden. So, deswegen, also an die Wurzel zu gehen, das ist das, was mir bei der Politik sehr, sehr oft immer gefehlt hat. Bei den Lösungsansätzen wird immer außenrum gedoktert. Das ist so wie jemand, der eine Hautkrankheit hat und dann machst du da Cortison drauf. Aber das ist nicht die Lösung des Problems. Wir sagen zum Beispiel auch, wir diskutieren zurzeit viel über Russland. Da werde ich am meisten Prügel kriegen. Wir sagen, wir brauchen einen strategischen Dialog mit Russland. Schau mal auf die Landkarte. Da hast du hier so eine Ecke, das ist Europa. Und dann kommt Russland. 5-mal, 8-mal so groß. Ich weiß nicht, wie viel mal. 20 und, da, mal. Und dahinter kommt China. Und wir sind der Zipfel. Und wir brauchen einen strategischen Dialog mit Russland und wir brauchen eine strategische Partnerschaft mit Russland. Bismarck hätte das gemacht. Genscher, den du vielleicht noch kennst, der ein Freund war von mir, am Schluss wenigstens, hat mich angefleht, kämpfen Sie dafür.
Und wenn ich sage strategische Partnerschaft für Russland, dann sage ich, immer wenn wir mit Russland in Frieden lagen, gab es Frieden in Europa. Und wenn ein Land Krieg, Händel, Streit hatte mit Russland, Frankreich, Napoleon, Deutschland, Hitler, lag Europa in Flammen. Also lass uns das Verhältnis in Ordnung bringen. Und wenn du mit denen in einem Dialog bist, kriegst du auch Probleme gelöst. Absolut. Nawalny zum Beispiel. Ja. Also, dass die, ob der Nawalny, von wem der Nawalny vergiftet ist, weiß bis heute keiner. Mhm. Dass es eine Dummheit ist, eine Eselei, den, nachdem er von der Vergiftung auferstanden ist, warum fliegt er denn nach Russland? Ja, aber dass er wegen Verstößen gegen jetzt 4 Wochen absitzen muss, sage ich, ist sowas saublödes. Das war einfach nicht nötig von den Russen. Ja. Den jetzt 4 Wochen noch in den Knast. Ja, aber es ist auch nicht nötig von ihm gewesen, da wieder hinzufliegen, wenn er weiß. Das ist ein gutes Recht. Ja. Aber ich sage, wer deswegen sagt, sie dürfen keine Partnerschaft mit Russland haben, ja, dann sage ich, ja, und was ist mit den Amerikanern, die jeden Tag Tausende umbringen mit ihren Drohnen? Ja. Nicht jeden Tag Tausende, aber die Tausende umbringen mit ihren... Naja, das kommt schon mit hin. Ihren, weltweit, auf die Welt verteilt machen die das bestimmt. Das. Und was ist mit deren Kriege? Mhm. Was ist, was die Amerikaner mit Assange machen? Brechen wir da unsere strategische Partnerschaft ab? Und ich nenne einfach noch mal eine Zahl, weil man auch geschichtlich denken muss. Die Deutschen haben ihre Vergangenheit mit den Nazis bisher nicht wirklich bewältigt. Sie haben sie bewältigt im Verhältnis zu Juden. Das ist gut, aber nicht mit den Russen. Die Deutschen haben 27 Millionen Sowjetbürger umgebracht und keiner spricht drüber. Wenn du in Berlin ans Brandenburger Tor gehst, da ist gerade so eine Show, die heißt Erinnerung. Und da werden Namen gezeigt, die Nazis umgebracht haben. Und ich bin da, ich wohne da in der Nähe und ich bin da tief beeindruckt. Und ich stehe jeden Abend, also wenn ich da bin, nur 3 Tage, ich stehe da davor und finde es gut. Aber russische Namen sind da nicht. 27 Millionen haben wir umgebracht. So. Die Deutschen haben 27 Millionen Russen. 27 Millionen Mitbürger der Sowjetunion. Also das war ja ein großes Reich. 27 Millionen, ja. Mhm. Ist eine Zahl. Und wir reden von morgens bis abends über Herrn Nawalny. Der rechter ist als jeder AfD-Politiker und rassistischer. Ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, der auch aus vielen, vielen Familien, Freundes- und Bekanntenkreisen und so weiter kommt, wenn es um eine Parteineugründung geht, um Politik insgesamt und so weiter, ist das, was viele, viele Bürger zum Beispiel gerade stört, ist eine Sache, die wir vorher auch nochmal kurz angeteased hatten mit den Kindesmissbrauchsfällen zum Beispiel, warum du zum Beispiel auch sagst, ey, keine Kirchensteuer mehr und so weiter. Wo ich aber sage, ist es schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass genauso wie man nicht will, dass die islamische Welt in Verbindung gebracht wird mit IS-Terrorismus und so weiter, dass man das pauschal mit dem Islam gleichsetzt, finde ich es auch schade, wenn das Christentum gleichgesetzt würde. Weil alleine, wenn du sagst, du kommst aus einer protestantischen Familie, da kenne ich sehr, sehr viele protestantische Gruppen, die sich sehr gegen die katholische Kirche auflehnen und sagen, tut mir leid, aber das hat mit Christentum nichts zu tun, was sie dort drüben machen. Ja, aber ich komme nie mit einer Kritik am Christentum. Ich selbst betrachte mich im weitesten Sinn als Christ. Und das sage ich auch. Und ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, ich sage immer, dass ich gläubig bin. Ich kann es nicht so genau definieren, was das ist. Aber ich glaube an eine höhere Vernunft. Ich hoffe, dass es eine höhere Vernunft als uns Menschen gibt. Kann man ja wirklich nur hoffen. Aber das ist kein Problem des Christentums. Das ist ein Problem von einigen rücksichtslosen Triebtätern, und ich will, dass diese Triebtäter aus Steuern kein Gehalt mehr kriegen. Und da geht es mir um die Triebtäter. Und das geht kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht, dass die Leute das in den falschen Hals da draußen bekommen und sagen, das ist übertragbar auf das Christentum. Das ist definitiv nicht deine Meinung, würde ich mal sagen. Das ist auch nicht meine Meinung. Sollte auch von niemandem die Meinung sein. Das sind Leute, die im Deckmantel der Religion Schweinereien betreiben. Und das gibt es in jeder Religionsgemeinschaft. Das gibt es überall.
Ja, da warst du selbst vor Ort beim IS. Also, dass das im Namen Gottes passiert, ja, das meinen viele von denen nicht wirklich im Ernst. So, da geht es auch oft um Geschäfte, da geht es oft um Geld, Macht und diese ganzen Geschichten. Und dann wird da die Religion halt vorgeschoben. Und das passiert in jeder Religionsgemeinschaft. Und deswegen fand ich es auch ganz wichtig, das auch nochmal so festzuhalten, weil es sehr, sehr viele christliche Gemeinden gibt. Die meisten Leute, die ich kenne, die gegen Kindesmissbrauch, die gegen diese Skandale aus dem Vatikan heraus und die ganzen Sachen, die man jetzt in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten erlebt hat, aktiv vorgehen, sind Christen. Meistens Protestanten. So, und das ist halt ein wichtiger Punkt, so der ab und zu mal so nicht besprochen wird, zur ursprünglichen Frage zurückzukommen. Genau in Bezug auf Kindesmissbrauch fallen so viele Fragen von uns. Immer wieder kommen die immer zum selben Brunnen. Und zwar, ist diese neue Partei, ist Jürgen Todenhöfers Partei in der Lage und gewillt dazu, diese katastrophale Lage hier, auch noch als Ex-Richter, da wirst du ja wissen, was gerade hier abgeht, mit diesen ganzen Kindesmissbrauchsfällen, nicht nur 30.000 Verdächtige in Bergisch Gladbach, sondern jede Woche in der BZ will irgendeiner seinen pädophilen Laptop zurückhaben und verklagt Berlin, dass er seinen Laptop zurückhaben kann mit seinen Kinderpornos drauf. Oder wird erwischt, wie er sein eigenes 2-jähriges Kind missbraucht hat über Jahre und kriegt 6 Monate auf Bewährung, 9 Monate, 12. Also es ist einfach lächerlich. Und die Leute lehnen sich nicht so sehr dagegen auf, als wenn es zum Beispiel um Rassismus geht. Da sind die Demos immer voll. Aber wenn du hier eine Demo veranstaltest in Bezug auf Kindesmissbrauch, sind 50 Leute da und für die musst du hart kämpfen. Und das ist aber trotzdem eine Sache, die die Bevölkerung an und für sich immer mehr und mehr zu schlucken bekommt und sich fragt, das kann doch nicht sein. Wer macht denn endlich mal was dagegen? Wo sind denn unsere Politiker? Also wir versuchen das und ich weiß, das wird schwer, weil du hast es richtig gesagt, es gibt viele Christen, die wütend sind, empört sind über diese Missbrauchsfälle. Und das sind teilweise auch Anhänger von mir. Und die jetzt sagen, es geht ja gegen die Kirchen vor. Boah. Aber wenn die richtig schauen, dann werden sie entdecken, ich gehe nicht gegen die Kirche vor, ich gehe nicht gegen das Christentum vor, sondern ich gehe gegen Schweine vor. Oder sage ich mal, gegen Menschen, die ihre eigenen sexuellen Interessen über die sexuelle Unmündigkeit von Kindern stellen und damit Tragödien anrichten, die die ganze Leben zerstören. Kann ich davon ausgehen, dass du ein Kritiker bist der alten grünen Mentalität, dass man gesagt hat, zum Beispiel sogar offiziell ins Grundgesetz bitte reinschreiben, einvernehmlicher Sex zwischen Erwachsenen und Kindern soll erlaubt werden, Grenze runter auf 12 Jahre anstatt 14 und so weiter. Bist du da, positionierst du dich dagegen? Das haben die Grünen als, oder haben Grüne, nicht alle, genau, als Antrag für ihren Parteitag angebracht. Und die wollten den einvernehmlichen Sex mit Kindern gestatten. Und dass den Grünen das verziehen worden ist, das macht mich fassungslos. Bitte schön. Also, fassungslos, gerade echt sprachlos. Die Leute aus dem Volk heraus, Leute, wo ich mich repräsentiert fühle oder die sich durch mich repräsentiert fühlen, fordern auf jeden Fall konkrete Sachen, und zwar härtere Strafen und sowas wie zum Beispiel, dass die Verjährungsfrist aufgehoben wird, weil manche Leute sich nach 35 Jahren erst trauen, von ihrem Trauma zu erzählen. Und wenn man sich anguckt, dass die halt so niedrig bestraft werden, im Gegensatz zu Leuten, die zum Beispiel die Steuer prellen und so weiter, dann fragt man sich, da gibt es doch ein systematisches Problem. Und ist ein Jürgen Todenhöfer mit seiner Partei in der Lage, dagegen zu kämpfen? Ja, würden wir auf jeden Fall tun. Deswegen machen wir ja auch den Schritt, die Kirchensteuer. Das traut sich keine andere Partei. Die FDP hat es mal vorgeschlagen und solche Prügel gekriegt, dann hat sie es sein lassen. Das traut sich keine Partei, das vorzuschlagen. Und wir machen das. Und wir können es natürlich nur durchziehen, wenn wir am Ende ungefähr 10% haben, weil wenn wir 10% haben, werden die uns als Regierungspartei brauchen. Aber unabhängig von der Kirchensteuer, würdest du dich dafür einsetzen, dass die Strafen erhöht werden? Nochmal, die Strafen wofür? Für, also wirklich belegte Sachen. Wenn jemand sein 2-jähriges Kind über Jahre lang missbraucht und es kommt vor Gericht raus und er kriegt 6 Monate, das ist doch ein Schlag ins Gesicht für uns alle. Ich glaube, also das habe ich nicht im Programm drinstehen, ich würde im Strafvollzug ganz vieles ändern. Aber da bist du vielleicht auch nicht anderem, bist du vielleicht nicht meiner Meinung, und ich habe das auch nicht mit meiner Partei besprochen, das ist meine Privatmeinung. Ich würde Gewalttäter, die also andere Menschen zusammenschlagen, ermorden versuchen, die
Kinder missbrauchen, vergewaltigen, wurde ich ganz hart bestraft und ich würde sie auch ins Gefängnis stecken. Ins Gefängnis, das ist nochmal ein Ding. Also ich weiß nicht, ob du mal in der Zelle warst, ich war in Zellen. Aber ich würde für Vermögensdelikte, wenn einer einen Betrug begangen hat oder wenn einer Steuerhinterziehung begangen hat, würde ich nicht die Gefängnisstrafe nehmen. Da bringe ich ihn mit Kriminellen zusammen. Ich würde bei Vermögensdelikten, also zum Beispiel Steuerhinterziehung, würde ich ihm so viel Geld abknüpfen und noch den Führerschein, dass er es nicht mehr machen würde. Ja, Mann, das ist hart. Dass er es nicht, da machst du die wirklich fertig. Dass er es nicht mehr machen würde. Ja, aber es ist doch gerecht. Was willst du denn, wenn du einen, der trickreich darauf achtet, dass er 50 Euro Steuern weniger zahlt, indem er irgendeine Sache nicht angibt. Was soll der denn hinter Gittern? Was soll denn der hinter Mauern? Soll der mit einem Sittlichkeitsverbrecher, mit einem Mörder zusammensitzen? Das ist doch völlig sinnlos. Und es muss andere Strafen geben. Ich bin ja nicht für mildere Strafen, wenn ich sage, nehmt ihm die Kohle weg. Aber richtig. Ja, das zeigt ganz schön. Für so einen Reichen ist das Schlimmste, wenn er arm gemacht wird, glaube ich. Ja. Aber wenn du ihn ins Gefängnis steckst, also wie den Vater von der Steffi Graf, um mal ein Beispiel zu sagen, der das nicht versteuert hat, was sie verdient hat. Wie lange saß der denn? Weiß ich nicht mehr, 3 Jahre oder sowas. Echt, hat er gekriegt. Der Herr Graf, der Arme. Ja, weil du gerade auch gefragt hast. Aber ich sage, man braucht gescheite Strafen. Ich habe eine Frage. Ach so, bitte. Hey, ich wollte nur ergänzen nochmal. Also zu der Zeit, weißt du ja, wo der kleine Mohammed entführt wurde, hier aus dem Lageso. Kannst du dich noch erinnern an diesen Kinderschänder, der auch ein deutsches Kind danach noch war? Das ist, hier, mein Bruder Eko hat genau zu der Zeit im Knast gesessen. Der hat fast 4 Jahre da drin gesessen und genau zu der Zeit, wo der reingekommen ist. Also wir kennen uns schon so ein bisschen aus. Also ich habe auch schon eine Zelle von innen gesehen. Das ist, es, ist aber trotzdem ein sehr guter Junge. Was hast du denn, was hast du denn getrieben? Ich hab tatsächlich gegen das Gesetz verstoßen. Ich habe mit Marihuana gehandelt. Und das ist halt verboten in Deutschland und dafür habe ich gesessen und ich mache es auch nicht nochmal. Ich finde es auch falsch, was ich gemacht habe. Aber du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Ich habe nur Marihuana verkauft und bin dann mit Vergewaltigern und Mördern auf einer Zelle. Da denke ich mir auch, Alter. Er hat es nicht gut geregelt. Nee, das war nicht gut geregelt. Hast du korrekt. Also man kann auf jeden Fall sein Leben, das Ruder rumreißen. Ich bin kein Fan von irgendwie pauschal immer abzustreiten, dass es keine zweite Chance geben sollte, für keinen. Aber ich halte es für sehr, sehr kompliziert, halt wie gesagt, wie zur Zeit damit umgegangen wird. Das ist das Einzige, was ich sage. Ich habe deine große Frage, was deine Partei betrifft. Ich bin jetzt schon voll Fan von deiner Partei, also ich werde dich auf jeden Fall wählen. Oder die unterstützen, wenn man kann. Aber wie geht ihr gegen Lobbys vor, die einfach Innovation, zum Beispiel wie besser, also grüne, wie war das, der grüne Wasserstoff? Zum Beispiel der grüne Wasserstoff. Wenn das, was du gerade gesagt hast, klingt logisch und fair und gut, aber die Einzigen, die da ja jetzt gegenrudern würden, wären ja die mächtigen Konzerne mit ihren mächtigen Lobbys. Das ist ja das größere Problem. Ja, das ist ein tolles... Wie willst du da an die ran? Die sind doch, also nochmal, das ist ein tolles Geschäftsmodell. Das ist gigantisch. Wenn du grünen Strom in Deutschland herstellst, also die ganzen Entwicklungsländer, denen man dabei noch helfen würde, wenn man ihre Sonnenwüsten benutzen würde. Wenn du zum Beispiel beim Elektroauto Batterien herstellst oder wenn du grünen Strom herstellst, da kriegst du Zuschüsse, das muss abgenommen werden. Zu der Zeit, zu jeder Sekunde, in der du den Strom anbietest, muss er abgenommen werden. Zu einem hohen Preis, das führt dazu, dass die Leute Heizkosten haben, dass es kracht, und arme Leute Heizkosten haben, dass es kracht. Und das ist ein tolles Geschäftsmodell. Ja. Und dann zahlst du, wird ein Elektroauto, jetzt komme ich wieder zum Elektroauto, durchschnittlich mit 10.000, also es gibt auch größere Autos, Euro subventioniert und du zahlst keine Kraftfahrzeugsteuer. Du zahlst keine, mehrere Jahre lang, ich glaube 10 Jahre, keine Kfz-Steuer. Wie gesagt, was du gesagt hast, hört sich mega geil an. Das heißt, das wird so subventioniert und von dem Modell geht keiner runter. Und ist auch eine Religion geworden. Hm. Und wenn einer kommt und sagt, also mit grünem Wasserstoff löse ich doch die Probleme auch. Und ich löse vor allem die Probleme von all den Autos, die auf der ganzen Welt rumfahren, von den armen Ländern. Warum nicht? Hm. Und da argumentiert die deutsche Umweltministerin, deren Name ich nicht weiß, aber du weißt ihn wahrscheinlich auch nicht. Doch, ich wusste es. Weiß keiner. Ja.
Wir googeln es gleich. Die Argument. Das ist Kachelbau oder so, oder? Nee, das war der Verteidigungsminister. Okay. Die argumentieren so, die sagen, wenn wir das zulassen, dass es eine Alternative zum Elektroauto gibt, dann warten alle, bis es den klimaneutralen Strom gibt. Und dann kauft keiner ein Elektroauto. Das ist totaler Blödsinn. Das ist auch. Verstehst du, das ist kein Argument, die bessere Lösung abzulehnen, weil die Leute dann auf die bessere Lösung warten. Dann warten sie halt auf die bessere Lösung. Aber die löst das Klimaproblem. Ja, was halt diese Autogeschichten angeht, bin ich mir immer ziemlich sicher, dass einfach diese Konzerne wie Mercedes, BMW und wie sie alle heißen, dass die müssten ja auch komplett ihre Industrie umrüsten und dass die dazu bereit sind, das kostet ja auch viel Knete, auch wenn es subventioniert wird etc., dass die müssen ja erstmal bereit sein, mit der nächste Schritt gemacht werden. Ja, aber die werden finanziell so gestriezt, dass die auf Elektro gehen und Industrielle kämpfen nicht. Also entschuldige, das ist ein bisschen verallgemeinert. Aber ein Unternehmer kämpft nicht mit Politikern, wenn er sagt, wenn ihr das beschließt und Aber es gibt Werke, die jetzt versuchen, auf dieses klimaneutrale Benzin zu gehen. Zum Beispiel Porsche macht das in Chile mit in Sonnenwüsten gewonnenem Windenergie und wird ein solches Auto mit klimaneutralem Strom auf den Weg bringen. Sagt aber, weil es den Druck der Politik spürt, wir haben beschlossen Elektroauto. Ja, wir bauen aber auch noch zusätzlich Elektroautos. Keine Sorge. Das heißt, Politiker, die von Wirtschaft keine Ahnung haben, also ich kenne kaum Politiker, die von Wirtschaft eine Ahnung haben, bestimmen darüber, was ein Architekt an technischen Leistungen vorzuschlagen hat. Und das ist totaler Blödsinn. Weil wir haben Ingenieure bei Porsche, bei VW, in Stuttgart, bei Mercedes, in Bayern, bei BMW, die wissen doch 100-mal mehr und besser als eine Frau Baerbock oder ein Herr Habeck, wie wir technisch dieses Klimaproblem lösen. Also warum Politiker das... Ich habe es auch nicht alleine entschieden. Ich habe, um diese Passage in unserem Programm zu machen, mit Dutzenden von Experten gesprochen und führe jetzt diese Gespräche weiter und immer weiter. Weil ein Techniker von Technik mehr versteht als ein Politiker. Das ist auf jeden Fall. Also die Sache mit dem Lobbyismus und so weiter ist natürlich ein allgemeines Problem geworden, ein bekanntes Problem, was vielleicht früher nicht so sehr angesprochen wurde. Da gibt es Florian Homm zum Beispiel, den ehemaligen Hedgefonds-Guru. Ich kenne ihn. Ja, der ist ja auch, glaube ich, ein bekennender Fan der Totenhöfer-Partei. Also ich habe mal irgendwo mal ein Video gesehen, da hat er gesagt, die Alternativen, die guten Alternativen, und dann kam die Initiative Totenhöfer. Das weiß ich auf jeden Fall. Wir haben mal ein Interview zusammen gemacht, ein gescheiter Mann. Der weiß ja auf jeden Fall, ne? Also der weiß Bescheid. Und das ist auch so ein Kerl, der sagt, der warnt ja auch davor. Er sagt ja auch, die Leute, die im Hintergrund aktiv sind in dieser ganzen Welt, das ist ein gefährliches Geschäft, das ist schlecht für meine Lebenserwartung, mit meinen alten Kunden zu tun zu haben, sagt er. Aber darf ich nochmal sagen, was wir brauchen ist, wir erlauben keinem dieser jungen Leute mehr als zweimal, die dürfen einmal wieder kandidieren. Das heißt, wenn du weißt, du kannst nur einmal wieder kandidieren, dann ist die Wiederwahl nicht mehr dein Ziel, sondern dein Ziel wird dann plötzlich die Umsetzung von etwas dem, Gutes umzusetzen. Ja. So, das hast Ziele, du vorhin so schön gesagt, dass die einfach immer mit der Wiederwahl beschäftigt sind, statt mit dem, was sie eigentlich so wirklich tun sollen. Aber Jürgen, du kriegst doch keine Spendengelder jetzt, weil du auf 5K begrenzt. Ich will auf die Spenden. Aber das würden wir ändern. Und diese jungen Leute, ich glaube, dass sie die Welt ändern würden. Und die brauchen jetzt Unterstützung. Und deswegen macht mich das nicht traurig, aber ich denke an all die vielen jungen Leute, die mich sehen und die mich treffen und sagen, hallo, Sie sind doch Herr Totenhöfer. Boah, toll, was Sie machen. Nee, Partei gehe ich nicht. Das muss eine Bewegung werden wie dieses Fridays for Future. Ja. Wir machen menschliche Politik und wir machen ehrliche Politik. Und das muss möglich sein. Also etwas, was den jungen Leuten gehört. Ja, weil das ist unser Moment. Das wäre kein Geld. Es ist euer Moment. Ja, es ist unser Moment. Dass man wir nimmt kein den Geld haben, ist ein Problem. Nee, das stimmt. Das ist genau das halt, worauf ich auch hinaus wollte. Also, dass man da das begrenzt, dass man sagt, man möchte halt diese Aktivitäten durch Großspenden und so weiter nicht und dadurch die Korruption eindämmen, ist ja an und für sich wirklich auch, das ist ja lobenswert. Würde ich ja niemals was dagegen sagen. Aber auf der anderen Seite erschwert es ja deinen politischen Kampf ungemein, oder? Ja. Also ich habe mit dem Fredi, den du ja auch kennst, meinem Sohn, diskutiert und habe gesagt,
schau mal, wir können ja im Programm schreiben, und so steht es auch im Programm, wir werden verbieten. Das heißt, jetzt gilt es noch nicht. Jetzt dürfen wir noch 100.000 und eine Million. So eine Partei kriegt für eine Bundestagswahl 50 Millionen. Und wir treten dann an mit, wir haben jetzt an Spenden, glaube ich, 25.000 gesammelt. Sehr schön. Kann ich nicht immer. Wie kann man denn spenden? Wo? Und ich hab dem Freddy gesagt, du, ist das wirklich klug, was ich da vorgeschlagen habe? Da sagte er, aber du sagst doch, es ist unanständig, dass man sich Sympathien kaufen kann beim Politiker, indem er ihm Geld gibt. Ja, sagst du doch. Sag ich, ja, ist unanständig, weil du abhängig wirst. Du willst, wenn du mir jetzt 50.000 Euro spenden würdest, was ich nicht nehmen würde, aber gespendet hättest und in einer früheren Zeit, dann fühlt sich doch jeder Mensch verpflichtet. Das darf aber nicht sein. Das heißt, du kannst mich kaufen. Also sagt Frederik, du kannst, auch wenn es erst für die nächste Legislaturperiode gilt, du kannst nicht mehr als diese 5.000 nehmen. Und dann machen wir halt einen billigeren Wahlkampf. Aber mit diesem Social Media, was man noch heute zur Verfügung hat, für umsonst, braucht man gar nicht mehr so viel Patte. Man braucht aber du brauchst ja Leute, die dir das machen. Also ja, Sachen, aber ich brauche ja einen, der das designt und einen, der Administrator ist und einen, der kontrolliert, wie die Kommentare sind, ob da plötzlich faschistische Kommentare kommen. Ja, du hast ja recht, Ja, Kohle brauchst du definitiv. Aber wie wär's denn mit einem transparenten Ausgabemodell, sodass man sagt, ey, man kriegt so und so viel, aber es ist halt absolut transparent, wo dieses Geld hingeht, und wir benutzen diese, sag ich mal, wenn wir jetzt nur 5.000 nehmen würden, derjenige würde aber eigentlich 30.000 anbieten. Dann könnte man die 5.000 in die Partei stecken, 25.000 in Projekte, die der Allgemeinheit zum Wohle kommen würden. Also solche Sachen, geht das nicht? Ja, wir haben es halt jetzt anders entschieden. Ja. Vielleicht hätte man es gescheiter machen sollen. Aber ich, auf der anderen Seite bin ich stolz, wenn wir das schaffen. Und wenn, ich meine, jedes Mitglied kann ja, der zahlt 2 Euro, wenn er Student ist. Mhm. Parteibeitrag, das ist nichts. Monatlich. Monatlich. Mhm. Oder 5, wenn er erwachsen ist oder einen Job hat. Das kann ja auch einer 10 zahlen, dann hilft er uns schon. Verstehe. Also wir sind da viel Gutwille angewiesen. Aber wenn wir das schaffen, werden wir viel stärker sein als alle anderen. Das ist tatsächlich möglich. Weil wir es ohne Bestechung geschafft haben. Also was das angeht, drücke ich auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe, du auch. Ja, alles, was man drücken kann. Alles, was man drücken kann. Die für deine Freundin noch, ja. Das Ding ist halt, wenn wir uns mal überlegen, dass das halt sehr, sehr viel mit ökonomischen Zuständen und so weiter zu tun hat, dieses ganze Partei- und Politikleben und so weiter. Jetzt, wo wir auch gerade vom Hom zum Beispiel gesprochen haben, der jetzt gerade auch prominent ist über YouTube und so weiter, was ist denn auch deine Einschätzung zu den Gefahren, sage ich mal, die jetzt erst seit kurzem ins Bewusstsein dieser Jugendlichen jetzt gerade kommen, wie zum Beispiel die Anbindung an die AI, also die künstliche Intelligenz, die Folgen in Bezug auf die Kindesgeneration, die angebunden wird an die AI, oder auch militärische Maßnahmen, die bald nicht mehr von Menschen betätigt werden, oder wie sagt man, dass Menschen nicht mehr der ausführende Apparat sind, ob eine Rakete in den Flieger fliegt. Solche Sachen, das sind neue Probleme, auf jeden Fall neuartige Probleme. Neuartige Probleme ist die Angst vor dem Great Reset. Das World Economic Forum und so weiter ist jetzt gerade unter Beschuss, bei vielen Leuten. Es war auch in den Gesprächen, die du geführt hast, mit anderen Leuten im Internet auch schon Thema und so weiter. Ich sehe das als neumoderne Probleme, die Jugendlichen jetzt erstmal für sich erstmal austüfteln müssen, aber auf der anderen Seite einen viel direkteren Bezug haben als vielleicht die ältere Generation, weil sie in dieser technologisierten Welt ja auch dann quasi stattfinden, wo viele Ältere schon nicht mal mehr mit dem Handy jetzt gut umgehen können. Also ich gehe mal nur auf die eine Frage ein, den automatisierten Krieg. Mhm. Kampfdrohnen. Ja. Derjenige, der das bedient, sitzt zu Hause auf dem Schoß seiner Freundin, oder die Freundin sitzt auf seinem Schoß, und er steuert da. Der Obama hat knapp 5.000 Menschen mit Kampfdrohnen getötet. Ich habe Bilder von Getöteten gesehen im Jemen. Ich war vor 2 Jahren im Jemen. Da war seit 5 Jahren kein Journalist. Kommt keiner rein, weil da gekämpft wird. Und dieser
von Obama Getötete war, es war ein Mädchen, es war die Tochter eines amerikanischen Muslim, den er aber freigegeben hat. Zum Abschuss, genau. Vielleicht war es auch Trump, ist mir jetzt völlig wurscht. Nee, ich kenne diesen Bericht. Ich weiß genau, es war ein US-Amerikaner. Also er hat einen US-Amerikaner getötet, wenn man so will. Was Obama oder was Trump? Es war Obama, korrekt. Also es war unter Obamas Amtsführung. Und das Mädchen, seine Tochter, hatte, da hieß es also von oben mit einer Rakete und er hat das Mädchen getötet. Das Mädchen hatte lauter Löcher von Kugeln im Körper. Ein hübsches, vielleicht 7, 8 Jahre altes Mädchen. Die sind mit einer Einsatzkommando runter und haben alles abgemäht, was es abzumähen gibt. Das wird gemacht. Und das Schlimmste ist, dieser totalautomatische Krieg, was die Deutschen jetzt auch wollen, Kampfdrohnen loszuschicken. Da riskierst du nicht immer mehr das Leben eines Piloten. Du sitzt zu Hause. Bist du so ein Container und steuerst dich. Ja. Und dann steuerst du. Und das macht den Krieg leichter. Also bis zum Abendessen wieder zu Hause. So als Soldat richtig. Sozusagen. Und das macht den Krieg leichter. Ja. Und die Aufgabe der Politiker müsste darin bestehen, Krieg schwer zu machen und nicht leicht zu machen. Und die Deutschen wollen jetzt wie wild Kampfdrohnen. Und einige in der SPD wehren sich dagegen. Einige in der SPD haben sich dafür ausgesprochen und werden dafür von einigen Medien niedergemacht, weil unsere deutschen Jungs dann gefährdet sein, weil nicht jederzeit eine Kampfdrohne für sie eingreifen kann. Damit tun sie versuchen, ja. Ganz ja, schlimm. Aber es ist Quatsch, wenn du nicht... Das Schlimme, Jürgen, ist, wenn man sich die Bilder anguckt, so gerade die Kampfdrohnen, die in Jemen operiert sind, die so durchsickern, da sieht man einfach, wie Kampfdrohnen eingesetzt werden gegen Menschen, die keine Waffe in der Hand haben. Man sieht zum Beispiel, wie eine Kampfdrohne auf eine Beerdigung schießt, wie eine Kampfdrohne auf... man sieht einfach, Fahrzeug. Dass da einfach keiner bewaffnet rumläuft. Das ist so... Ich war selbst 4 Jahre beim Militär und man hat uns ja damals beigebracht, wann reagiert man, wann ist es Verteidigung, wann nicht. Und das ist in meinen Augen einfach so richtig... Man sieht richtig Mord. Das ist Mord, wenn man so will. So hoch Technologie, aber es ist purer Mord, wenn du mich... Also ich habe in Syrien Drohnen über mir gehabt. Ja. Das ist ein ganz schlimmes Geräusch. Ja. Da kommt dieses Sirren und Summen. Und alle verschwinden sofort, wo es nur ein Loch gibt. In Pakistan, da sind in vielen Tälern im Hindukusch amerikanische Drohnen unterwegs. Manchmal 2 gleichzeitig oder 3 über einem Tal. Da kannst du nicht mehr weggehen. Nein. Die Kinder wachen mit dem Lärm auf und gehen mit dem Lärm schlafen. Und sie wissen, die suchen einen und sie werden ihn treffen. Mhm. Einmal haben sie eine alte Frau, die hat in ihrem Garten Okra-Schoten ausgegraben. Und manchmal schießen die Drohnen nach einem bestimmten Struktur, wenn jemand bestimmte Bewegungen macht, also zum Beispiel Erde aufgräbt, weil er eine Bombe verstecken könnte. Dann haben die Oma Bibi in die Luft gesprengt. Die hat Okra-Schoten ausgegraben. Und dann sind die, ich glaube, Enkel oder was auch immer, Verwandte, Kinder, Jugendliche, nach Amerika, um das im Kongress vorzutragen. Sie haben einen Termin gekriegt beim Kongress. Beim amerikanischen Kongress. 2 Abgeordnete sind hingegangen. Und haben sich das angehört. Es hat niemanden interessiert. Ja, das und das will ich nicht. Und da haben wir, das ist auch in unserem Programm, wir fordern Abrüstungsverhandlungen weltweit. Es hat ja keinen Sinn, wenn einer drauf verzichtet, weltweit, für Kampfdrohnen und für Atombomben. Das ist auf jeden Fall lobenswert. Also ja, da erinnerst du mich auch ganz direkt an Leute, die sich selbst als Friedensaktivisten bezeichnen. Also ich weiß nicht, manchmal wird dir vorgeworfen, in Anführungsstrichen, du wärst so ein Hardcore-Pazifist oder sowas. Das sehe ich jetzt bei dir nicht so unbedingt, weil du auch den Verteidigungskrieg nicht ablehnst. Nein. So. Aber trotzdem bist du für mich ein Mann des Friedens. Und das ist das, was du ausstrahlst und was du repräsentierst. Ja, woran du mich erinnerst, lustigerweise, ist jemand, der als meiner Meinung nach total zu Unrecht als Verschwörungstheoretiker die ganze Zeit diffamiert wird, und das ist Dr. Daniele Ganser. Ich finde, dass er einen sehr, sehr guten Job dafür macht, dass aufgeklärt wird darüber, dass man Krieg an und für sich niemals gutheißen darf und könnte und sollte. Und deswegen sehe ich dich als absoluten Kriegsaktivisten. Antikriegs-Friedensaktivisten. Sorry. Du, für Krieg, wenn man das mal gesehen hat, ich habe über 10 Kriege erlebt. Ich bin ja noch im Zweiten Weltkrieg auf die Welt gekommen, in Hanau. Und ich bin, wenn die Bomben
geschlagen, einschlugen, bin ich immer rausgerannt, bin aus dem Bett und ich wollte wissen, was da runterkommt und was das ist, was die Menschen vernichtet, was Häuser vernichtet, Menschen die Beine wegreißt, und habe dann noch warme Granatsplitter aus dem Boden ausgegraben. Und in einer Nacht hat es furchtbar gekracht. Es gab keine Sirenen. Das war im März oder April des Jahres 1945, zwei Wochen. Die Amerikaner waren 12 Kilometer vor Hanau. Also der Krieg war entschieden. Und ich bin rausgerannt und habe gesehen, wie mehrere hundert englische Flugzeuge Hanau in Schutt und Asche gelegt haben. In weniger als 24 Minuten. Also flächendeckend bombardiert. Die ganze Innenstadt, über 2000 Menschen tot. Und wenn du, und ich war in vielen Kriegen, ich war im Gaza-Krieg 10 Tage und nachts wackelte in unserem Hotel die Wände und ich rannte auf den Flur raus und der Frederik, der in einem anderen Zimmer war, rannte Flur raus. Wir schauten nur, ob der andere noch lebte. Und wir fragten, haben die unser Haus getroffen? Haben das Haus getroffen? Und am nächsten Tag sind wir in die Krankenhäuser und haben dann die Opfer gesehen. Und wenn du das einmal gesehen hast, was das heißt, wenn du mal, wie in Syrien, wir haben schon für über, oder in dem Fall ich mit meinem Geld, für über 100 Kinder Prothesen gebaut. Und die brauchen ja jede 2 Jahre neue Prothesen, weil sie wachsen und dann brauchen sie eine andere Größe. Und wenn du das gesehen hast, dann kannst du nicht für Krieg sein. Du kannst einfach nicht für Krieg sein. Das ist wie wenn ich dafür wäre, dass man dir die Nase abschneidet und noch den rechten Arm und den linken Fuß und fände es lustig. Und weißt du, wie die das bei uns nennen? Verantwortung übernehmen. Wir müssen in der Welt mehr Verantwortung übernehmen. Also das neue Wort für abschlachten. Ja, für töten, Verantwortung übernehmen. Also ich habe vorhin eine Frage eigentlich gehabt, aber die hat sich eigentlich, glaube ich, schon beantwortet. Weil du kennst es von klein auf. Ich meine, Leute rennen vor Bomben weg und du bist interessiert und du gräbst die sogar noch auf, die warmen Splitterteile. Du hast 10 Kriege miterlebt, hast du ja gesagt. Also als Kriegsjournalist, sage ich jetzt mal. Woher hast du diese Energie gehabt, dass du immer wieder, ich meine, es kostet doch Ressourcen, Energie, Geld. Eigentlich muss man doch nach dem ersten Krieg voll die Klatsche im Kopf haben. Man muss Alkoholiker werden oder sich Drogen hingeben. Irgendwie muss man das doch vergessen. Aber ich habe ja immer versucht, diese Kriege anschließend zu beenden. Das heißt, ich habe nach dem Algerienkrieg habe ich einen Artikel geschrieben. Ich habe einen Krieg erlebt in Tunesien, die Krise von Bizerta. Da habe ich in einer Wirtschaftszeitschrift geschrieben. Das haben sie nicht abgedruckt, weil sie es zu hart fanden. Und wenn Deutschland Kriege geführt hat, dann habe ich immer geschrieben. Ich habe versucht, politischen Druck aufzubauen, dass man das nicht machen kann und dass sie aufhören müssen. Und ich weiß, da ich ja die Partei kenne und da ich auch die führenden Politiker kenne und die mit mir sprechen. Gestern Mittag stand ich am Brandenburger Tor um 2, da rief mich Frau von der Leyen an. Also ich kenne die. Mhm. Ich hatte es vergessen, dass ich einen Telefontermin mit ihr hatte. Und das heißt, ich kenne die Leute. Und ich versuche dann immer, die zu überzeugen. Ich hatte einen Gesprächspartner, der mir immer geholfen hat. Da kämt ihr gar nicht auf die Idee, dass das ist Schäuble. Mhm. Schäuble hat mir jeden möglichen Termin gemacht, wenn ich irgendeine Idee hatte. Wir hatten eine Idee, wie man den Syrienkrieg beenden kann. Mhm. Ich habe über Schäuble gesagt, ich muss den und den im Weißen Haus treffen. Und der hat es arrangiert. Und wenn du das gesehen hast, willst du es beenden. Und meistens kann ich nur schreiben. Dann schreibe ich Bücher und das Honorar verschenke ich für die, die ihre Beine da verloren haben. Oder für Waisenhäuser. Also ich habe 2 Waisenhäuser in Afghanistan gebaut. Das letzte hat 1 Million Euro gekostet. Deswegen haben wir jetzt kein Geld mehr für die Partei. Und du versuchst es zu verhindern. Und du versuchst so zu schreiben. Und die Deutschen haben nicht am Libyen-Krieg teilgenommen. Da habe ich auch aus allen Rohren geschossen, mach da nicht mit. Weil ich war dort. Das ist da, wo mein Freund erschossen wurde. Und ich habe geschrieben, die brauchen alles bloß keine NATO. Keine NATO, keine NATO.
Und ich hoffe, die Deutschen haben da nicht teilgenommen, dass es dann doch irgendeinen erreicht, der dann sagt, wir sollten nicht zustimmen. Und sei es, weil er denkt, das gibt zu viel Ärger. Also hast du dir eigentlich so mehr von der Seele geschrieben? Das ist nein, ich will es verhindern. Ja, natürlich, das ist deine Waffe. Ist der Stift, ist deine Waffe auf jeden Fall oder die Schreibmaschine. Und ja, wie gesagt, du hast so viel Krieg erlebt, das reicht schon für 20 Leben. Also ich meine. Ja, nicht nur Krieg, also ja, so viel, insgesamt viel. Ich habe auch schöne Sachen erlebt. Ja, ich habe die Liebe erlebt in allen wunderschönen Formen, die sie einem schenkt. Also mein Leben ist nicht, wird nicht bestimmt ausschließlich von Krieg. Ich lebe auch. Man sollte dein Leben verfilmen und dann kann man die Gage auch in die Welt hinausspenden. Das ist eine gute Idee. Ja, müsst ihr erstmal einspielen. Brad Pitt ist der Schauspieler, der spielt. Geht ja keiner mehr ins Kino über Netflix dann noch. Netflix, ja. Egal was es gibt. Braucht das Geld früher. Also man muss sagen, auf jeden Fall sehr, sehr mutig. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach schon fast mehr als mutig. Ich habe manchmal das Gefühl, als wenn du so wirklich so ein Adrenalin-Junkie bist, der das auch noch so sucht. So, du brauchst das irgendwie, kann es sein, dass du auch mal im Krisengebiet bist und dass es auch mal gefährlich ist? Das ist Teil deiner Mission? Nee, ich will nicht sterben. Ich lebe so gerne. Aber gerade wegen der Dinge, die ich erwähnt habe, Fußball spielen, die Diebe. Ich habe zwei so unglaubliche Sachen erlebt, wo ich denke, warum konnte ich das überleben? Ich war in Afghanistan 1980, 6 Monate nachdem die Russen dort eingefallen sind. Also mir geht's nicht gegen die Amerikaner, sondern als die Sowjets da einfielen, habe ich genauso protestiert. Ich bin auch kein Russland-Fan, weil ich jetzt so strategische Partnerschaft mit Russland. Ich habe gegen diesen Krieg protestiert wie ein Wilder. Die Pravda und Izvestia, die Regierungszeitung, haben mich der Bandit im Bundestag genannt und der parlamentarische James Bond. Habe ich nicht als Beleidigung empfunden, habe ich locker hingenommen. Und da waren wir mit einem deutschen Journalisten, einem Fotojournalisten, in der Wüste von Afghanistan unterwegs bei Jalalabad. Und plötzlich tauchen 2 Hubschrauber auf. Einer ganz oben, der den anderen steuert und der andere ist immer tiefer runtergekommen. So ein Kampfhubschrauber, so ein Hind, Kampfhubschrauber. Ja, und die nannten sie die gepanzerten Hunde. Ja, das ist ein Hind oder Hind, diese fliegende Festungen sind das sozusagen, ja. Und der Fotograf ist ins Loch gekrochen und ich wollte das filmen, da habe ich mir die Kamera genommen, Fotograf war ein Freund, und bin rausgegangen, sodass der Pilot mich sehen konnte und habe ihn gefilmt. Also wie so bei so einem Wild-West-Duell, wo die sich im Call duellieren. Ja. Und ich habe sein Gesicht gesehen. Und er hat mein Gesicht gesehen. Dann stehe ich da mit einer Schmalfilmkamera, der sieht, dass ich filme. Und plötzlich, und eigentlich musste er abfeuern. Wir saßen, das waren wirklich Mujahedin, wir saßen unter einer Baumgruppe. Fliegt er zu einer anderen Baumgruppe, wo wir eine halbe Stunde vorher waren, und sprengt die in die Luft. Warum hat der uns nicht in die Luft gesprengt? War das ein junger, sympathischer Sowjet, der nicht töten wollte? Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Aber egal, wer so einen Kampfhubschrauber steuert, der, ich weiß nicht, der muss auf jeden Fall an diese Sache glauben. Sonst würde er diese Triebwerke gar nicht anschmeißen, wenn du mich fragst. Am stärksten merke ich das beim Frederik, wenn wir manchmal in Zimmern waren, in West Aleppo, das nicht von der Regierung bombardiert wurde, sondern von den Rebellen bombardiert wurde, waren wir in einem Zimmer und da liegt ein kleines Mädchen, die war 8 und hatte keine Beine mehr. Und wir mussten uns das anschauen und Frederik hat gesagt, Papa, bitte sag der Mutter, dass du ihr die Prothesen bezahlst, Papa, bitte sag der Mutter. Also habe ich der Mutter gesagt, wir zahlen die Prothesen. Und dann sind wir ins nächste Zimmer gegangen. Und da lag ein kleiner Junge, der hatte noch ein Bein. Und ich glaube noch einen Arm. Der war auch so alt, 8. Und der Frederik hat gesagt, Papa, bitte zahl die Prothesen. Dann hat er sich umgedreht und ist rausgegangen, um zu heulen. Das haut einen schon zusammen. Und ich möchte mithelfen, dass wir, und das ist auch ein Ziel der Partei,
dass wir diesen Mist verhindern. Und dass jemand, der viele Menschen getötet ist, kein Held mehr ist, sondern ein Mörder. Und dass ein Politiker, der einen Krieg angezettelt ist, nicht als toller Kerl angesehen wird, sondern als Versager. Das versagt. Ja, absolut. Hat den Krieg nicht verhindert. Absolut. So, und das ist der Versuch, natürlich ein bisschen die Welt zu ändern. Und vielleicht schaffen wir das auch nicht. War Helmut Kohl ein Versager oder ein Held? Weil er ist ja in keinen Krieg involviert gewesen eigentlich. Also mit Helmut Kohl hatte ich eigentlich immer Krach. Aber das war toll. Bei diesem Thema war er gerade, war er wollte den Krieg haben. Ich gehe in keinen Krieg. Das war einfach. Und der Kohl hätte jeden, der jetzt sagt, wir müssen Verantwortung übernehmen und auch Kriege führen, aus der Partei geschmissen. Heute fliegst du raus. Wenn du gegen den Krieg bist. Wenn du gegen den Krieg bist. Hey, was für eine Alter. Unfassbar auf jeden Fall. Also Jürgen, ich muss auf jeden Fall großen Respekt aussprechen dafür, was du alles gesehen und erlebt hast und dass du trotzdem dein Lachen nicht verloren hast und immer noch die Kraft hast, in diesem hohen Alter auch für das Richtige zu stehen. Was soll das mit dem hohen Alter? Steck dir das mal irgendwo anders. Hey, Jürgen. Du, Andi, warst so ein blöder Andi, als wieder von seinen hübschen Mädchen, die hinter ihm her sind, angeben, du, in der mich ins hohe Alter Jürgen, steckst. Du hast bestimmt hübschere Mädchen als ich am Start, du alter Playboy. Nein, aber ich sag das mal so. Das ist ja unglaublich. Wenn ich mal in dein Alter komme, und das meine ich wirklich im Ernst, und immer noch so aktiv bin, ja, dann werde ich eine Statue von dir bauen. Also das ist unfassbar. Ja, also wirklich, ich muss wirklich meinen höchsten Respekt aussprechen, Dankeschön. Dass du das so aktiv noch irgendwie hinbekommst, diese ganze Power zu haben. In meinem Alter fühle ich mich manchmal so ausgelaugt, dass ich mich echt fragen würde, ob ich das hinbekommen würde. Ja, als 35-jähriger Mann hast du auf jeden Fall. Sehr gut gemacht für einen 35-Jährigen, auf jeden Fall. Ja, also Ihr habt die Kurve gerade nochmal gekriegt. Haben wir es nochmal geschafft, ne? Genau. Es sollte nur als Kompliment gelten, wirklich komplett ernst gemeint. Größten Respekt dafür. Wir wünschen auf jeden Fall, dass du mit deiner Partei auf jeden Fall Erfolg hast und dass du die Sachen umsetzen kannst, definitiv. Dass du noch viele, viele Jahre auch diese Power hast. Das ist keine Partei eigentlich. Was ist eigentlich ist es ein Traum. Bewegung. Ein Traum. Es ist eine Bewegung. Eigentlich ist es ein Traum. Das ist der Traum junger Menschen. Und ich versuche, deren Träume zu erfüllen. Und wir versuchen, mal rauszukriegen, ob das geht. Und es muss gehen. Geht. Wir kriegen jetzt alle ein Strafverfahren, weil wir vor der chinesischen Botschaft für die Uiguren demonstriert haben. Aber warum? Ihr habt doch den Sicherheitsabstand alles eingehalten? Sicherheitsabstand, aber vermummt. Also wir hatten so eine Uigurenmaske. Ach so, wegen Vermummung? Aber gerade läuft doch jeder vermummt durch die Gegend. Ja, also mit dieser Maske. Polizei hat mir gesagt, wobei die Polizisten klasse waren. Ja. Wir haben sie mit Beifall empfangen. Haben uns bedankt, dass sie für unsere Freiheit sich auch einsetzen. Ja. Aber die Polizei hat mir gesagt, man muss ein Drittel des Gesichtes sehen. Hat mir der Einsatzleiter gesagt. Und dann habe ich gesagt, jetzt zeigen Sie mir mal einen Ihrer Leute, wo ich ein Drittel seines Gesichtes sehe. Ich sehe nichts, ich sehe nur die Augen. Ja. Ja, das stimmt. Und ihr seid noch nicht mal vom SEK, wo man es ja noch nachvollziehen kann. Aber dass das ein Traum ist, auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja. Trotzdem ist es eine lobenswerte Einstellung. Wer nicht nach dem Universum greift, kann die Sterne niemals zu fassen bekommen. Deswegen, also schön, die Hoffnung stirbt. Die stirbt wirklich hoffentlich zuletzt. So, und deswegen, ich finde, Jürgen, du machst einen geraden Eindruck und machst den Leuten da draußen ein bisschen Hoffnung, dass es auch vielleicht anders gehen könnte. Leuten auch teilweise wie mir, die Hoffnung in die Politik vielleicht ein bisschen verloren haben, dass man sagt, den Totenhöfer, den gucken wir uns an, der hat gute Ansätze, vielleicht kriegt er es auf die Reihe. Wenn es einer auf die Reihe bekommt zurzeit in dieser politischen Landschaft, würde ich sagen, es ist Herrn Totenhöfer und die Wagenknecht, die gefällt mir auch. Das ist eine Freundin. Ja. Tut euch doch zusammen. Warum kommt sie nicht zu Team Totenhöfer? Ja, die passt doch perfekt. Hat sie einen Freund? Nein, die ist mit. Die führt eine tolle Ehe mit dem Lafontaine. Ja, da hat sie doch einen Freund. Und wir haben uns gemeinsam auch schon mit ihrem Mann und ihr zum Frühstück getroffen. Wir waren bei ihnen zu Hause. Sind Menschen, die ich sehr respektiere. Aber die Wagenknecht hat eine total andere Wirtschaftspolitik. Na. Und man ist nicht überall gleicher Meinung. Ich möchte nicht den Menschen alles wieder wegnehmen, was sie sich durch harte Arbeit erarbeiten haben. Einen Unterschied, der ist schon groß. Okay, verstehe. Aber es gibt Punkte, wo wir völlig einer Meinung sind. Ja, kann ich mir vorstellen. Mit dir nicht einer Meinung zu sein, das ist strange, wenn du mich fragst. Und die Wagenknecht ist eine tolle Frau und das ist ein Riesenverlust für die Linke. Deswegen haben wir beschlossen, der Linken noch ganz viele Stimmen abzunehmen bei der nächsten Wahl, weil die Wagenknecht nicht mehr dabei ist. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Also Jürgen Totenhöfers Bücher bitte abchecken, die Dokumentation, die Internetseite, vor allem die Partei. Ihr seid die Ersten, die dieses Buch sehen. Das existiert nämlich noch gar nicht. Das ist nur ein Dummy. Das kommt in 10 Tagen raus.
Da sind wir privilegiert auf jeden Fall. Also haltet Augen und Ohren offen, unterstützt Team Todenhöfer, wenn ihr der Meinung seid, dass die einen guten Job machen und unterstützungswürdig sind. Und ja, bleibt uns auch treu. Wir bedanken uns herzlich dafür, ja, dass Kinder, der Jürgen Todenhöfer gekommen ist. Es war eine große Ehre, mit dir an einen Tisch zu sitzen. Absolut. Wirklich. Das kann man so sagen. Und mir war es eine große Ehre, eure Sushi essen zu dürfen. Dankeschön.